Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 397. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Herr Marvin. Hallo. Ja, wir wollen mal wieder reden über Fußball und tatsächlich macht es ja Spaß, über Fußball zu reden nach diesen beiden Spielen, auf die wir gleich im Detail nochmal gucken werden. Vielleicht generell erstmal so die Frage an euch, wie geht's euch denn gerade so fußballerisch, launetechnisch? Gut, sehr gut, sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, nach diesem kleinen Tief und dem einen oder anderen Rückschlag, den wir jetzt doch erstmal verkraften mussten, ist die Woche schon ziemlich geil, muss man wirklich sagen. Also man hat wieder richtig Lust, die Eintracht zu sehen. Und ja, gerade auch die Ergebnisse, wenn du es anschaust, das ist natürlich so wichtig gewesen und dadurch viele Steine vom Herz gefallen. Und ja, einfach geil. Also mir macht es momentan wieder richtig Spaß. Ja. Sehe ich genauso. Also es ist schon natürlich eine krasse Sache, dass wir jetzt wirklich die Chance hatten, innerhalb einer Woche hier komplett uns zu revitalisieren. Man merkt, der kleine Knackpunkt oder der große Knackpunkt vielleicht wirklich gegen Freiburg, wir können ja gleich über das Ganze mal sprechen, hat Wunder bewirkt. Und jetzt haben wir uns vor einer Woche haben wir uns noch Fragen angeschaut und gedacht, uah, das wird jetzt noch eng, ja, das kann jetzt alles noch ziemlich eng werden und jetzt gegen Wolfsburg unerwartet gepunktet und dann in Bremen die ganz wichtigen 3 Punkte eingekassiert. Richtig stark, also ich bin unglaublich, ja, erleichtert, muss ich sagen. Mir ist wirklich ein richtig großer Stein vom Herzen gefallen. Ja. Wie geht's dir denn damit, René? Also ich hatte gestern richtig Bock, Fußball zu gucken, was zum Teil aber auch, danke dafür nochmal an diese Live-Übertragung von den Kollegen hier von Fußball 2000 lag, wo fast Marvin ja auch mit dran beteiligt war. Das war dann auch nochmal so ein ganz guter Kicker für das Ding. Es macht halt wirklich einfach momentan Spaß, die Eintracht zu sehen, wenn du diese Entwicklung siehst. Ich meine, wir haben jetzt gestartet mit diesen zwei Niederlagen, wo ja auch schon eine Menge Tore gefallen sind. Dann hattest du dieses Spiel Freiburg, wo die Mannschaft sich zurückkämpft und auch einfach eine Menge Tore fallen. Und jetzt dann eben Wolfsburg und Bremen. Ich glaube, generell einfach auch für so einen neutralen Fußballfan könnte man wahrscheinlich sagen, sind so Eintracht-Spiele momentan schon etwas, was man sich angucken kann, weil halt einfach auch viel passiert rundherum. Ja, sehr gut. Aber was müssen wir ja natürlich, wir sind ja hier auch in einer realistischen Betrachtung. Natürlich kommen wir auf die einzelnen Spiele nochmal zu sprechen, aber man muss auch sagen, es ist nicht alles gut, was wir da sehen. Nicht, dass jetzt jemand denkt, okay, die Idioten, sehen die denn nicht, dass da noch große Probleme auch noch bestehen? Ja, das sehen wir und da reden wir sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle drüber. Trotzdem ist es natürlich genial, ihr habt schon richtig gesagt, in Wolfsburg rechnest du eigentlich nicht mit, dass du was holst, dann punktest du sogar dreifach und dann natürlich dieses wichtige Spiel gegen Bremen, ja. Das ja auch lange Zeit, kommen wir ja dann zu, sehr, sehr nervig und sehr, ich sag mal, jederzeit in jede Richtung hätte ausfallen können. Ja, wir kommen ja dann im Detail dazu. Es waren wirklich genau, teilweise sehr viele Schweißperlen. Im Detail nochmal drauf gucken und natürlich, wie du schon so richtig sagst, das ist jetzt nicht alles Gold, was da glänzt, aber man muss halt auch unterscheiden, in welcher Situation wir jetzt aktuell sind. Und natürlich könnte man jetzt irgendwie die große Manöverkritik hier ausfahren, aber das hilft uns in der Situation ja jetzt nicht. Ja, vor 2 Spieltagen haben wir doch uns ernsthaft Gedanken drüber gemacht, ob wir irgendwie total da unten reinrutschen. Und da war jetzt erstmal das Thema, da unten wieder rauskommen. Spoiler, das haben wir jetzt so ein Stück weit geschafft. Und jetzt geht es darum, diese Saison an diesen noch verbleibenden 5 Spieltagen zu Ende zu bringen. Und dann können wir über generell, was stimmt nicht, was muss ich ändern, reden. Und da muss vor allen Dingen auch die Eintracht, und das haben wir ja auch schon mehrmals an verschiedensten Stellen gesagt, die Eintracht ganz viel intern drüber reden und auch hoffentlich da nach außen das ein oder andere mal kommunizieren. Was heißt hoffentlich? Dann kommen wir wieder in den Punkt von wegen, was wir uns erlauben, irgendwie zu fordern. Ich finde, als Fan kann man sowas schon auch mal hinstellen und sagen, okay, ich erwarte da auch ein bisschen mehr Transparenz, aber das steht dann auch wieder, da können wir dann auch drüber sprechen, wenn es soweit ist. Erstmal für uns, glaube ich, wichtig, wir haben es aus eigener Kraft geschafft, uns da unten jetzt irgendwie raus zu kämpfen. Und das ist ja jetzt erstmal das Ausschlaggebende für die ganze Thematik.
Ja, das ist ganz klar. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich auch jetzt erstmal diese kurzfristige Betrachtung jetzt erstmal anstrenge. Wir machen eine Manöverkritik, das können wir im Sommer machen, aber jetzt ist es aktuell so, dass wir uns wirklich aus einer Zeit, aus einem Klammergriff befreit haben, weil die ersten beiden Spiele war ja klar, war schwierig gegen Gladbach und Bayern, beides auch schwierige Gegner. Gegen Gladbach haben extrem scheiße ausgesehen. Ich denke, da gibt es kein Vertun. Das war eine Leistung, die solltest du so nicht nochmal bringen. Gegen Bayern habe ich schon gemerkt, dass da ein bisschen anderer Vibe dabei war, da hat mir Leute wie Rode, haben mir sehr gut gefallen, Hinti hat alles probiert und du hast schon gemerkt, okay, da mit der Leistung kannst du vielleicht was holen in den nächsten Spielen, ja, na gut, ja, genau, aber gegen Freiburg, genau, und dann halt auch später, das war dann schon in Ordnung, aber ich muss halt trotzdem sagen, wie die Eintracht sich jetzt innerhalb einer Woche präsentiert, und wir haben ja sogar noch ein Spiel, das ist ein ganz guter Schritt und da musst du sagen, die haben den Kampf angenommen, das ist schon wichtig. Das ist richtig. Dann lass uns doch jetzt vielleicht im Detail auch mal auf die Spiele gucken und wir Klar. fangen da mit Wolfsburg an. Wir hatten ja schon vor Freiburg gesagt, die Mannschaft muss wieder in einem System spielen, in dem sie sich wohler fühlen. Das hat man ja in Freiburg dann auch getan mit der Dreierkette, wo wir uns ja zurückgekämpft haben. Und es war auch das präferierte System gegen Wolfsburg in einem 3-4-1-2 mit Kamada und Silva in der Spitze. Also wir bleiben weiterhin bei den beiden Stürmern und Hasebe, Abraham Hinteregger hinten in der Dreierkette, so wie wir es ja eigentlich uns auch gewünscht hätten. Und tatsächlich auch einem Chandler auf der Außenbahn und nicht einen Touré. Ja. Und am Anfang, muss ich sagen, war das so ein bisschen, ich war nicht so ganz zufrieden damit, wie das am Anfang lief, aber du hast halt schon gemerkt, die Mannschaft kämpft sich da immer mehr rein. In das ganze Thema. Und wir hatten ja dann auch dieses Tor, was dann nachher nicht gegeben wurde, wegen was war es, Abseits oder war es Hand? Ich weiß nicht mehr, irgendwas, wo der Videoschiedsrichter dann nachher eingeschritten ist, wo es das Tor nicht gab. Oder war das jetzt Bremen? Also, warte mal, Verwechsel ich es das jetzt war gerade? Hand und das hätte ein Elfmeter sein können, Ja. aber Ah, das genau, hat das dann war die nicht Nummer. stattgefunden, weil es ein Abseits war. Genau, weil es Ne? Abseits war, das war Genau. die Geschichte da. Und dann aber ja kurz danach, war ja dann das Kopfballtor von Silva, der da halt einfach auch goldrichtig steht und wieder diese Zuckerflanke von Kostic. Und das war, glaube ich, dann auch wirklich, also du hast so richtig gemerkt, wie diese Emotionen dann in diesem Ding einfach da auch hochgegangen sind. Ja, also wollen wir jetzt erstmal über Wolfsburg sprechen, über Bremen sprechen Ich jetzt, ja? verwechsel die Das ist gerade, ne? halt, Ich war mir jetzt naja, auch das gerade ist eben hier ein bisschen, unsicher. also Ja, dann weil sag mal, Silva war ja worüber wir jetzt noch. Foul-Elfmeter Wolfsburg, ne? Der Genau, das war der dumme Foulelfmeter. beseitigt. Entschuldigung, ich werf das gerade durcheinander. Der Tag war zu lang. Genau, das war der Foulelfmeter, wo er ja dann umgezogen worden ist und dann ja den Elfer Selbst verwandelt selbst hat. verwandelt Okay, hat. ich war Sorry. jetzt unsicher, über was Ja, wir jetzt nee, ich sprechen wollte schon müssen. erst über Wolfsburg reden und mein Also Kopf reden hat wir jetzt mit erstmal über Wolfsburg. die Okay. Tore gemischt. Genau. Nee, das war Okay. das Elfmetertor von Silva. Und dann gab es ja schon auch so ein bisschen, dann wieder ein bisschen mehr Druckphase auch von Wolfsburg. Die sind ja dann schon auch wieder ein bisschen mehr in das Spiel dann reingekommen. Und dann haben wir es schon irgendwie so ein bisschen glücklich dann auch in die Halbzeit gerettet. Und dann hat ja dann blöderweise Wolfsburg noch diesen Ausgleich gemacht, wo ich mich ernsthaft geärgert habe, weil das Ding war ja so absolut unnötig eigentlich. Unnötig auf jeden Fall, aber hat zum Spielverlauf schon gepasst. Du hast schon Ja, du hast richtig schon gemerkt, gesagt. die waren halt dann mehr im Spiel. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen und haben, glaube ich, versucht, also ist zumindest meine Interpretation, versucht, wieder mehr auf Konter zu gehen, aber haben halt aus diesen Kontersituationen einfach total wenig gemacht. So ist es leider, ja. Ich meine, ich erkenne seit Freiburg einen extremen Aufwärtstrend, Ja, was das stimmt. anbelangt, dass wir immer wieder mehr Chancen etablieren, dass wir auch ein bisschen präsenter auch im Zweikampf sind. Das gefällt mir tatsächlich schon ganz gut. Natürlich war Freiburg ein extrem positives Ausrufezeichen, was es halt so nicht so häufig gibt. Also ich meine, die Torchancen, die wir hatten, das war schon unfassbar, dass wir da nicht mit dem Sieg rausgehen. Aber egal. Und dann siehst du gegen Wolfsburg, siehst du eine Mannschaft, die auf jeden Fall Bock hat. Die Wechsel haben gefruchtet. Wir waren gut dabei und du sprichst natürlich eben Jens Silva an. Natürlich kann man sagen, klar, ist eine gute Sache, dass er da getroffen hat, aber das musst du halt auch erstmal so verwandeln.
Ich habe sowieso das Gefühl, dass er jetzt tatsächlich nach diesem, nach dem Break, den er jetzt hatte, jetzt wirklich auch diesen Kampf halt annimmt und da auch echt Bock drauf hat. Und natürlich war es ein Spiel Wolfsburg gegen die Eintracht auf Messerschneide, aber man muss tatsächlich auch mal sagen, Wolfsburg ist mit einem extrem krassen Ergebnis gegen Leverkusen jetzt zu dem Spiel nach Frankfurt gegangen. Also in Wolfsburg gegen Frankfurt. Da hätte ich ja gar nicht erwartet, dass wir da überhaupt was holen. Und da haben wir, muss ich sagen, von der Aufstellung her ganz gut gespielt. Mir hat das gut gefallen. Beispielsweise wenn ich dann sehe, dass Hasebe mit seiner Ruhe wirklich ein wichtiger Faktor war. Ja, selbst Chor, der zwischenzeitlich gespielt hat, hat mir gut gefallen. Ja, und dann gibt es dann echt Leute, die dann wirklich nochmal treffen, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass da noch Tore passieren. Ich sag nur in der 85. Minute Daichi Kamada, dass der jetzt auch in der Bundesliga trifft. Ja, nicht nur Kamada, sondern dass meine Hassliebe Dost dann da auch noch diesen Ball so glänzend vorbereitet, wo er dann einfach quasi ja auch nach diesem langen Ball dann einfach den Überblick hat und diesen Ball dann darüber köpft und Kamada da ja dann auch vollkommen frei dann auch zum Schuss kommt, weil er natürlich einfach auch als der obvious Stürmer dann, auf den sich dann in dem Moment alles konzentriert, so diese komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht, das war halt einfach auch geil gemacht. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wollte Dost das tatsächlich so? Ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal an der Stelle. Also er köpft ja schon. Also er köpft ja schon sehr deutlich den Ball dort zur Seite und nicht in Richtung Tor. Also der hat schon drauf spekuliert, dass da jemand ist, der dieses Ding verwandelt. Ja, dass dann natürlich Kamada auch noch sein erstes Bundesliga-Tor an dieser Stelle dann macht. Das war natürlich dann auch noch doppelt positiv an der Stelle. Bin ich voll bei dir. Ein Punkt, der ganz kurz noch, Marvin, du hast nämlich auch schon angesprochen, ich fand auch in dem Spiel hast du gemerkt, dass auch die Abwehr sich einfach wieder etwas wohler gefühlt hat. Mit Abraham, Hasebe, hast du ja schon angesprochen, auch Hindi, die einfach da diese alte Ruhe und dieses etwas, ja, nicht so dieses extrem hektische, was wir in den ersten Spielen, du hast ja teilweise gedacht, was macht ihr denn da? Mit was für einer Abwehr spielen wir dann hier überhaupt? Haben die noch nie zusammen gespielt? Ja, ich fand, das hat tatsächlich, Chaos, ja. Die Zuordnung, die Räume haben nicht gepasst, war viel zu viel Platz zwischen den Reihen, war gegen Wolfsburg schon viel besser und auch hat sich natürlich dann auch ins Bremen-Spiel mit reingeführt, haben wir ja auch zum Glück wieder. Also du merkst, das, was wir uns eigentlich gewünscht haben, nämlich, dass wir eine Mannschaftsausstellung finden, die auch über mehrere Spiele eventuell, hoffen wir toi toi toi, dass sich keiner verletzt, eine gute Performance abbieten oder liefern kann. Und das ist natürlich schön, dass wir hinten in der Abwehr jetzt nicht mehr so vogelwild zumindest stehen. Ja, sehe ich ganz genauso. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Defensive ist mit ein Faktor dafür, dass die Eintracht ein bisschen kompakter da reinbekommt. Und du siehst, dass Hinteregger auch gut mit Hasebe und Abraham kann. Die Defensive, auch in Verbindung mit Trapp, ist das Gerüst, was uns auch diesen Punktgewinn beschert hat. Und dann siehst du, dass es in der Offensive ganz gut klappt. Natürlich habe das an gewissen Stellen. Naja, ich meine, würde jetzt sagen, dass Chandler und Gacinovic kein so richtig gutes Spiel gemacht haben. Aber es gehört dazu. Und ich muss dann auch sagen, wenn dann Das ist dann halt so. Das ist ja dann auch kein Drama. Jemand wie Toro, der kommt dann halt rein, hat ein bisschen Pech, dass er dann relativ schnell eine gelb-rote Karte bekommt. Ja, das war schon. Muss man aber auch sagen, ja, genau, ist einfach halt ärgerlich, aber das kann halt auch passieren. Ne? Ist halt jetzt auch kein Drama. Und da hat er das Foul gezogen und vielleicht war es sogar ganz gut, wie er es gemacht hat. Ne? Das sind dann alles so Sachen. Ich bin grundsätzlich einfach zufrieden, weil ich gemerkt habe, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die, egal wie es läuft, wieder den Willen gefunden hat, diese Liga sinnvoll zu bestehen und überhaupt gar nicht noch mal zu sehr reinzurutschen. Das waren ja Bonuspunkte. Und dann halt Bremen, das ist natürlich der Big Point gewesen. Ja. Also genau, wie du schon so richtig sagst, Wolfsburg war so das Ding, wo jeder irgendwie, glaube ich, im Vorfeld so drauf ein bisschen drauf gehofft hat, okay, wenn es gut läuft, nehmen wir einen Punkt mit. Natürlich hast du im Augenwinkel immer so die drei Punkte, aber dass da wirklich die drei Punkte am Ende für uns liegen bleiben, das war ja nicht das Offensichtliche, mit dem man da gerechnet hat. Von daher absoluter Bonus, aber verdienter Bonus. Ja, also wir haben uns da, glaube ich, schon ordentlich durch dieses Spiel durchgearbeitet und am Ende die Punkte da durchaus verdient. Und dann eben ja das Highlight-Spiel der Woche gestern Abend. Das Nachholspiel gegen Bremen. Auch wieder mit entsprechender Dreierkettenaufstellung, die Eintracht dort unterwegs. Ich glaube auch tatsächlich wenig Wechsel eben im Vergleich zum Es war nur Chandler, glaube ich. Nur Chandler war raus, dafür Touré dann drin, der mir
ich weiß, Einzelkritik ist jetzt nicht so das Optimale, aber der für mich irgendwie überhaupt nicht in dieses Spiel reingefunden hat. Weder offensiv noch defensiv fand ich, war viel zu viel Thema, was da über Bremen gelaufen ist. Ich fand auch, dass wir gerade in der ersten Halbzeit viel zu oft einen Schritt zu spät dran waren. Da waren einfach viele von diesen kleinen, unnötigen Fouls, die auch leider bei der Linie des Schiedsrichters sehr schnell zu Karten geführt haben. Und dann hast du halt auf der Gegenseite auch noch so den ein oder anderen Charakter in der Bremer Mannschaft. Grüße an Herrn Selke und Maxi Arnold und Konsorten, die natürlich dann auch Profis da drin sind, dann auch gerne mal die ein oder andere Provokation da auf dem Platz loszulassen, um eben ja, heraufzubeschwören, dass da die ein oder andere Karte tatsächlich noch um die Ecke wandert. Und das hat mich einfach in der ersten Hälfte maßlos aufgeregt. Sprichst du jetzt über Touré jetzt per se oder die generelle erste Halbzeit? Ja, so ein bisschen von beidem. Ich fand schon, dass das so ein Stück weit zusammenhängt. Dadurch, dass Touré eben auch öfters mal dann den ein oder anderen Ball da durchgelassen hat, mussten natürlich die Mitspieler dann da aushelfen. Und dann kam natürlich sehr oft für mich dann diese Situation zustande, wo wir dann einfach einen Schritt zu langsam waren. Also es hing für mich schon so ein Stück weit zusammen. Ich sehe das anders. Über Touré gebe ich dir recht. Da war ich auch nicht so positiv über weite Strecken. Das war ein bisschen schwierig. Aber wir haben die Woche davor gesehen, dass auch Chandler auf der Position nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Also das ist noch nicht genau das Gelbe vom Ei. Aber ich muss sagen, die ersten 10, 15 Minuten, fast 20 Minuten der Eintracht waren absolut gut. Wir sind hier gleich gut gestartet. Wir waren die ganzen ersten Minuten fast nur in der Bremer Hälfte. Ich fand eigentlich, der Start der Eintracht war richtig gut. Du hast nur dann irgendwann ein bisschen Gang zurückgeschaltet und dann hatten die Bremer ein paar mehr Optionen, ohne wirklich richtig gefährlich zu werden. Das ist halt dann ein bisschen ärgerlich gewesen, aber ich fand die Eintracht das eigentlich gut in das Spiel überhaupt reingekommen. Gehe ich mit, auf jeden Fall. Ich fand aber schon, dass das Spiel teilweise, gerade weil du nicht diese zwingenden Chancen dir erarbeitet hast oder auch vorne dann nichts draus gemacht hast, war es für mich so das typische, oh nee, jetzt kriegst du in der 38. Minute einen Handelfmeter gegen dich. Ne? Das war ja die Situation, Abraham spielt mit der Hand, Video, Schiedsrichter prüft nochmal abseits. Ja, es ist normalerweise, musst du auch sagen, schwer gezittert. Da ging es wahrscheinlich allen von uns, so hast du gedacht, oh nee, jetzt das ist für Bremen der Dosenöffner, jetzt sind wir auf gut Deutsch gesagt am Arsch, jetzt bricht das Konstrukt zusammen, weil du genau mal wie das, was du gesagt hast, du hast am Anfang sehr, fand ich teilweise wirklich auch mal ein bisschen dominant gespielt, das sah gut aus, dann hast du ein bisschen Gang zurückgenommen, hat Bremen ein bisschen einen Lauf gehabt und dann kam die Situation, wo du gedacht hast, Mist, jetzt könnte das tatsächlich eine spielentscheidende Szene werden. Und dann haben wir natürlich, ja, ich sag mal, die Hacke hat uns gerettet in dem Augenblick. Das war ja wirklich Millimeterarbeit so ungefähr. Also wirklich super, dass wir da mal so profitiert haben, weil ich glaube, mit dieser Entscheidung für Elfmeter, klar, Trapp hätte noch halten können und so weiter und so fort, wäre das Spiel, glaube ich, wirklich richtig schwierig geworden. Und so. Ja, gebe ich dir recht. Mhm. Ne? Mhm. Es ist natürlich eine schöne Sache gewesen. Ausgleichende Gerechtigkeit, Werder kann sich ja auch nicht beschweren. Im Endeffekt war ja dann später auch die Abseitssituation von Kor, die ja auch korrekterweise geahndet wurde über Video Assistant Referee. Also dementsprechend, weil da auch schon wieder Leute gesagt haben, ah, so ein Beschiss und diese Millimeter und der Schiedsrichter kann ja das war schon richtig so. Ne, also er hätte, das gibt ja immer diese, ich sag mal, Bedenkenträger, die dann sagen, ja, aber da ist die Linie und wie sie kalibriert ist und am Ende stimmt es dann doch nicht, das sollen sie weglassen bei so knappen Entscheidungen. Also hat jeder gesehen, zweimal hat sich aufgehoben, also bitte nicht aufregen darüber. Und dann kam natürlich, dass der absolute Dosenöffner auch für unsere Seite oder für unser Spiel war natürlich dann auch das Tor, ne? Musste schon sagen. Und die Kostic-Vorarbeit war natürlich mal wieder genau das, was wir von ihm lange Zeit sehen wollten. Dass Silva dann so frei zum Kopfball kommt, ist natürlich genial. Aber das ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass du diese Räume mal gerissen hast. Und ja, dementsprechend fand ich, die zweite Halbzeit war dann schon bis zu dem Tor hin, hast du gemerkt, dass die Eintracht wieder besser ins Spiel gekommen ist, dass die Eintracht auch versucht hat, was zu reißen. Am Ende natürlich dann, dass das Spiel 3-0 ausgeht und unser Freund Ilsanker hier nach wie vielen Sekunden war denn das erste Tor? Ich weiß 17. gar nicht, nach Einwechslung. 17 Sekunden. Wahnsinn. Ist natürlich ein Traum für uns. Ne? Also, hätte nicht besser laufen können.
war bis dahin, finde ich, schon teilweise auch nochmal so gewesen, dass ich mir, aber das ist vielleicht auch die Angst des Eintracht-Fans wieder, dass, wir haben halt auch alle schon zu viel erlebt, dass es für mich lange Zeit sehr, ja, knapp wirkte. Vielleicht ist es gar nicht subjektiv, sondern nur, objektiv, sondern subjektiv mein Eindruck gewesen. Aber ich fand schon, dass Bremen auch zumindest in der ersten Halbzeit hätte da ein bisschen mit ein bisschen Spielglück, ein bisschen mehr Glück im Endeffekt beim Schiedsrichter in Anführungszeichen, dass er eben doch keinen Abseits gibt. Ja, ich sag mal. Ja, ich war da auch so ein bisschen zwiegespalten, gerade so in den letzten 20 Minuten der ersten Hälfte. Auf der einen Seite habe ich ständig drum gebibbert und habe gedacht, von wegen, jetzt kassieren wir gleich eins, war es halt irgendwie so zu all den Erfahrungen, die man als Eintracht-Fan und so weiter gepasst hätte. Und auf der anderen Seite habe ich mir immer wieder eingeredet, dass Bremen seit, ich glaube, September, Oktober letzten Jahres kein einziges Heimspiel mehr gewonnen hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet gegen uns das passiert, ja nicht besonders groß ist, aber dann kommt natürlich immer wieder, wie gesagt, dieser Eintracht-Erfahrungswert dazu und denkst du, ja, wenn sie gegen einen mal wieder ein Heimspiel nach 30 Jahren gewinnen, dann natürlich gegen uns. Also das waren sehr, sehr anstrengende 20 Minuten in der ersten Hälfte. Ja, gibt es denn eigentlich objektiv dazu Informationen? Wie ist das denn eigentlich? Ist es im Endeffekt tatsächlich nur unser Gefühl, dass wir immer der Aufbaugegner für so Schwache, wenn andere Krisen, naja, dass wir immer die Punkte schenken? Oder ist es tatsächlich so das Eintracht-Gen, was wir haben? Ich habe dazu jetzt keine Analysen tatsächlich, aber es war schon so, dass gerade nach Trainerwechseln wir auch relativ oft das Pech hatten. Ja. Aber ich meine, jetzt war es tatsächlich so, dass die Vorzeichen andere waren. Bremen kam aus relativ gestärkten, auf den gestärkten letzten paar Spielen, wo du gemerkt hast, okay, sie nehmen das an, sie wollen. Und ich muss aber sagen, dafür, dass sie wollen und müssen, war das mir tatsächlich zu schwer und zu wenig. Gerade in der zweiten Halbzeit fand ich Bremen echt erschreckend schwach. Also da waren ja echt ein paar Dinger dabei, wo du dir gerade denkst, so, ihr habt eigentlich gerade einen immensen Druck. Ihr tut immer irgendwie so, als wenn ihr hier die Helden vom Erdbeerfeld seid, und dann kommt da halt gerade in der zweiten Halbzeit echt eigentlich gar nichts. Ja, und das ist halt genau das Ding. Also du musst natürlich als potenziell absteigende Mannschaft da auch mehr Input liefern. Und das war nicht der Fall. Deswegen war es umso besser, dass die Eintracht dann wirklich auch im Verlauf der zweiten Halbzeit das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und dementsprechend auch einfach stärker wurde. Natürlich, du hast vollkommen recht, bekommen die anderen den Elfmeter, sieht es schwieriger aus. Das ist ein Spiel der Nuancen, gerade aktuell, gerade in so einer merkwürdigen Zeit. Da kann das vollkommen entscheidend sein. Du siehst Wolfsburg fertigt Leverkusen ab und eine Woche später verlieren sie gegen die Eintracht. Das denkt man ja dann gar nicht so, aber das sind diese Möglichkeiten und diese Variablen, die es einfach gibt. Wir befinden uns bei sehr, sehr vielen Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau und ich bin halt froh, dass sich dann am Ende, wenn das rausgerechnet wird, die Dominanz der Eintracht dann doch wieder zeigt, dass du eine gewisse Klasse mit Silva immer noch am Start hast und er spielt sich rein. Das ist vielleicht wirklich auch eine sehr positive Entwicklung der bisherigen Rückrunde, muss man echt mal lobend erwähnen. Und dass wir dann natürlich noch mit so einem Einwechselglück hier den K.O.-Treffer setzen, das ist natürlich Bombe. Ja, aber man muss auch da ernsthafterweise dazu sagen, diese Ecke war auch von Bremen komplett schlecht verteidigt. Ich habe mir vorhin das noch zweimal in der Wiederholung angeguckt. Die haben vielleicht maximal 3 Sekunden hat, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, ob es jetzt Vogt oder Moisander war, so ein bisschen ein Auge auf Ilsanker, und sobald er einen Schritt zurückgeht, hat er den komplett aus der Aufmerksamkeit verloren. Da stehen 4 Spieler drumherum und er läuft da durch, als wenn er irgendwie Luft wäre. Also das war ja total vogelwild. Ich freue mich total für ihn, dass er dieses Ding gemacht hat, und du hast auch gesehen, dass ihm und auch der ganzen Mannschaft das total gut getan hat. Aber wie schlecht war das bitte verteidigt? Ja, das klar. Stimmt. Aber es hat schon einen Grund, warum die da unten stehen. Ne? Ja, natürlich. Das ist es nämlich. Und du musst auch sagen, du hast ihn vorhin schon genannt, René, Dost mit der Vorlage ist natürlich auch wieder, es war ja dieser typische, der ja häufig
wie man häufig sieht, diese auf den ersten Kopf gespielte Ball, dann weitergeleitet und ja, dann sitzen die Dinger auch. Ich glaube, es ist auch gar nicht leicht zu verteidigen. Klar, er darf niemals so frei da stehen, Ilsanke und so weiter, darüber müssen wir nicht reden. Ist aber natürlich für uns eine Situation, dass du tatsächlich auch ein, das will ich nur damit sagen, ein Dost scheint auch zumindest wieder eine Option zu sein, der ja teilweise niedergeredet wurde, ah, mit dem können wir gar nichts mehr anfangen, bitte lasst mich in Ruhe mit Dost. Ich finde schon, dass er seine Spielberechtigung gezeigt hat, jetzt auch durch die zwei Vorlagen und auch generell hat mir eigentlich der Auftritt generell von der Mannschaft, muss man wirklich sagen, Marvin, du hast vorhin schon mal so ein bisschen was anklingen lassen, die Moral und auch die Galligkeit, teilweise auch das Anlaufen vorne, da habe ich dann gedacht, oh, das erinnert mich ja wirklich mal an Zeiten, wo die Eintracht mal richtig geilen Fußball gespielt hat, nämlich als die Stürmer vorne noch wirklich die erste Abwehrreihe sozusagen waren, mit, ich glaube, Kasinovic sehr, sehr gallig angelaufen, auch ein Silva, den du dafür gebrauchen kannst, gut, da ist ein Dost jetzt nicht unbedingt der Premium-Spieler für dieses Pressing-Spiel, aber es hat mir gefallen, das hat mir einfach gezeigt, dass der Wille da ist und das Spiel, ja, ich sag mal, dadurch natürlich auch mit entschieden wurde, denn diese typische, wir haben jetzt das 1-0 gemacht und dödeln da jetzt über die Zeit irgendwie hinten reinstellen und so weiter. Das funktioniert ja häufig leider eh nicht. Sie haben nachgesetzt, genau. Also hast schon gemerkt, genau, die wollen genau. Den Deckel drauf machen und da noch eins nachlegen. Ich erinnere mich auch wunderbar an du hast gerade eben Gasinovic angesprochen, der ja, wie du schon sagst, da im Pressing den ein oder anderen Spieler angelaufen ist, der aber auch diesen wunderbaren Sololauf da durch die Bremer Abwehr hatte und dann dieses Ding da halt wieder typisch Gasinovic da am Pfosten vorbeizieht, wo ich mir auch denke, eigentlich war doch Pavlenka schon in der Ecke. Du hättest doch eigentlich nur auf den anderen Pfosten zielen müssen. Und dann schiebt er das Ding da vorbei. Also da habe ich mich richtig geärgert, dass er sich da nicht belohnt hat. Das hätte er so verdient gehabt in dieser Situation. Aber technisch war es wirklich vorher genial, das stimmt. Ja, also allein, um sich dieses Selbstvertrauen abzuholen und dann macht er das Ding nicht. Was habe ich da geflucht, ey? Ja, gut. Aber verständlich. Ja, ist halt so, aber so ist es halt. Ne? Trotzdem hat Gacinovic jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Es ist halt, aber was soll ich da so sagen? Ey, es ist halt täglich größtes Murmeltier einfach. Ne? Was du aber, nur ganz kurz nochmal, wo du es auch gemerkt hast, ist, dass Hütter ist jetzt sowieso nicht derjenige, der immer seine Wechsel ausnutzt und so weiter, ist natürlich in der Situation gewesen, Hinti hatte, glaube ich, ja in der 14. Minute schon die gelbe Karte gesehen. Und relativ früh, und da waren ja auch so ein paar Dinger, wo es dann auch so ein bisschen wurde. Genau, ja, auch gerade mit Selke habt ihr ja schon angesprochen, das ist ja auch bekannt dafür, dass er doch mal eine gelbe Karte noch mal zieht, eine Provokation vielleicht da jemanden zu hinreißen lässt. Da habe ich noch gedacht, oh Mann, wir spielen doch gegen Mainz als nächstes, bitte guck doch mal, warum wird er nicht ausgewechselt? Aber da merkst du einfach auch, er ist so ein wichtiger Bestandteil auch in dieser Mannschaft und dieser Wille hinten raus, dass anscheinend es notwendig ist, dass er noch da ist, ob es nun für die Stabilität ist oder ob er auch vielleicht einfach nochmal ein entscheidender Faktor in Standard sein kann, zeigt einfach nur, Hütte hat großes Vertrauen und die Leute, auch ein Hinti hat es natürlich dann auch gut gemacht, dass er eben sich nicht hat irgendwo hinreißen lassen. Klar, ein, zwei Szenen waren trotzdem, wo man sagt, Mann, oh Mann, hoffentlich kriegt er jetzt nicht doch noch eine gelbe Karte, aber, was will ich eigentlich damit sagen? Die Geschichte zeigt einfach, die Mannschaft scheint zu stimmen, das Konstrukt passt, es gibt jetzt fixe Größen sozusagen, es gibt auch immer mal eine Einwechslung, die auch dann noch eine Wirkung zeigt, wie ein Dost oder auch hier in dem Fall natürlich Ilsanke, der dann zweimal netzt, das ist natürlich schön und auch ein De Guzman, positiv ein, zwei Szenen jetzt auch mal gehabt, ob das natürlich jetzt das große Comeback ist, weiß ich nicht, aber naja, gut, wie lange hat er denn gespielt? Sieben Minuten, also ich glaube, da jetzt ein Comeback von abzuleiten, ist schon noch ein bisschen arg. Im letzten Spiel doch schon Wolfsburg, oder? Ja, in Wolfsburg hat er länger gespielt, das ist richtig, aber jetzt gegen Bremen waren es irgendwie sieben Minuten, also da kannst du jetzt kein Comeback von ableiten. Ist auch, glaube ich, in Wolfsburg kam er auch. In Wolfsburg ist er auch eingewechselt worden, auch irgendwie paar 80. Moment, ich gucke mal nach. Ich will aber ganz kurz einen Punkt ansprechen, den ich sehr, sehr smart finde, denn das ist ein guter, wichtiger Aspekt. Denn früh in der Partie hat Hinti eine gelbe Karte gesehen und wurde zwischenzeitlich auch schon deutlich provoziert von dem einen oder anderen Wolfsburger. Ist eine gängige Methode, eine gängige Taktik, die ich natürlich auch nachvollziehen kann, weil man natürlich so eine gewichtige Personalie ganz gerne aus dem Spiel
Spiel nehmen würde. Ich weiß von, es wurde mehrfach lamentiert. Das war aber sehr klug, dann aus der Halbzeit rauskommend gespielt von Hinteregger, der sich dann nichts mehr Gravierendes hat zu Schulden kommen lassen. Und im Endeffekt hat sich die Situation ja danach gehend wirklich beruhigt. Das ist eine ganz interessante Beobachtung der Spielintelligenz auch von Hinteregger. Ja. Die muss man hier mal wirklich loben, denn er ist weiterhin ein Leuchtturm in der Defensive gewesen und hat sich nicht auf diese Provokation auch dauerhaft eingelassen. Also vielleicht hat er auch Hütte reingeredet, weiß ich nicht. Aber es haben sie, wie, wer es gemacht hat, sie haben es auf jeden Fall gut gemacht. Ja, dann gab es ja noch diesen anderen Moment, wo man gedacht hat, so jetzt wird er auf jeden Fall ausgewechselt, als er als Chor ihm da unfreiwillig bei der Kopfballabwehr die Nase da so ein bisschen lidiert hat. Da habe ich gedacht, okay, jetzt geht er auf jeden Fall runter. Aber auch da hat er sich natürlich ganz Hinti-like durchgekämpft. Ich weiß gar nicht, weiß man da schon mehr, ob das jetzt irgendwie ob das eine Pause bedarf oder weiß man da nichts Konkretes? Oh, keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht genau. Es ist nur interessant, dass er jede Woche eigentlich mittlerweile diese Schadensmeldung hat. Ja, irgendwas ist immer. Ich meine, der ist, du musst natürlich auch dazu sagen, der scheut natürlich auch keinen Zweikampf und nichts. Der geht natürlich auch im Zweifelsfall wirklich mit allem, was er hat, da irgendwie dazwischen. Auf der einen Seite brauchst du so einen Spieler, auf der anderen Seite sind das natürlich auch die, die halt sich dann auch gerne mal die ein oder andere Verletzung dann dazu ziehen. Aber hoffen wir jetzt einfach mal, dass das nichts ist. Ich habe übrigens gerade eben mal nachgeguckt. Dennis, du hast dich da ein bisschen auf das Glatteis führen lassen. Gegen Wolfsburg wurde de Guzman in der 89. Minute eingewechselt, also sogar noch eine Minute später. Von daher wahrscheinlich jetzt irgendwie so Netto-Brutto-Spielzeit sowas unter 20 Minuten. 10 Minuten. Da kannst du jetzt, nicht wirklich ein Comeback von ableiten, es tut mir leid. Nein, aber er kam ja vorher gar nicht mehr zum Greifen. Es kann ja sein, dass die Regelung mit noch ein Wechsel mehr und so weiter und find's aber schön, dass zumindest das Grundgerüst zu funktionieren scheint, auch wir haben ja schon drüber gesprochen, nur ein Wechsel im Vergleich zum vorherigen Spiel. Das ist natürlich, das ist auch ein Punkt für mich, der hier, finde ich, den wir auch gerne nochmal, ich weiß nicht, wie euer Statement dazu ist, mit der Position rechts außen. Ja, Chandler, was ist eigentlich mit Da Costa? Sind ja die Gerüchte, neue Berater, Wechselambitionen und so weiter und so fort. Wie ist denn euer Statement dazu? Wollt ihr wirklich mit Touré lieber den Spieler Touré dort sehen? Weil ich fand eigentlich, für mich war subjektiv eigentlich tatsächlich Chandler flankentechnisch gar nicht so extrem schlecht. Touré hat vielleicht mal die ein oder andere Aktion gehabt, die abwehrtechnisch ein bisschen schöner war. Also ich muss aber wirklich sagen, ja, in dem System mit der Dreier-Fünfer-Kette, ich weiß nicht, also Touré ist für mich eher der Spieler, den du in so einer Viererkette auf rechts spielen kannst. Ich finde in der Offensive, er vertändelt halt zu oft den Ball. Ist Chandler für mich so ein bisschen der da halt eher in so einem offensiven Außenverteidiger-System derjenige ist, der dann die Punkte holt, wobei man natürlich auch unterm Strich dazu sagen muss, so Ideallösung ist weder der eine noch der andere, aber es ist halt das, mit dem wir da jetzt arbeiten müssen. Und so leid es mir irgendwie tut, aber ich glaube, Da Costa sieht da irgendwie keinen Stich mehr. Aber woran liegt das? Also, das weiß ich nicht, aber das ist jetzt einfach so ein sehr persönliches Gefühl, dass ich nicht glaube, dass er da nochmal irgendwie einen Stich sieht in den letzten 5 Spielen. Hat ja in der letzten Zeit zumindest mal die eine oder andere Möglichkeit doch wieder bekommen, aber ich sehe es ähnlich wie René. Ich glaube tatsächlich nicht, dass da jetzt noch so viel kommt. Ich denke auch, wir haben mit Touré durchaus einen Spieler, der über gewisse Qualitäten verfügt, der das Talent hat, immer noch relativ jung ist. Ja, ist richtig. Und die Situation jetzt wieder neu annehmen muss. Ich würde aber zwischen Chandler und Touré im Wechsel agieren. Ja. Ich kann mir beispielsweise für das kommende Spiel gegen Mainz durchaus wieder vorstellen, dass wir hier einen Chandler, der mit der richtigen Motivation da rangeht, ja, weil er auch diesen Konflikt mit Mainz ja dann doch nochmal anders irgendwie aufsaugt, dass er in diesen Positionen der richtige Mann wäre. Und würde tatsächlich aber überlegen, wenn wir einigermaßen durch sind in der Liga, komplett, also wir gewinnen vielleicht gegen Mainz und dann passiert nichts mehr. Ja? Und dann wird auch in der Tabelle der Abstiegsrang extrem unwahrscheinlich. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir sagen, wir haben unser Konzept einigermaßen wiedergefunden. Wir versuchen, mit perspektivischen Spielern weiterzuarbeiten und dann ist Touré weiterhin vielleicht die A-Möglichkeit, aber auch da Chandler, der ist halt nur schon so lange im Game, aber der ist halt auch noch nicht so alt. Ne?
Den Punkt mit dem Rotieren zwischen den beiden finde ich gut. Den hat auch gerade der Alex nochmal im Chat geschrieben, dass er davon ausgeht, dass Touré an der Stelle einfach auch gespielt hat, weil Hütter damit gerechnet hat, dass bei Werder Rashica auf links läuft und du vielleicht an der Position halt eher einen Spieler haben wolltest, der jetzt mehr auch die Stärke in der Defensive und weniger in der Offensive hattest, um da vielleicht auch nochmal irgendwie anders da auf den Gegner zu agieren. Da kann ich mir halt schon vorstellen, dass je nachdem, wie deine persönliche taktische Ausrichtung ist und die taktische Ausrichtung, die du vom Gegner erwartest, du halt zwischen den beiden Spielern da so ein bisschen hin und her flippst, je nachdem, wie du halt da in das Spiel halt reingehen willst. Aber ich bleib dabei, Da Costa ist halt dann da leider aus der Nummer raus. Ja, aber ich finde, wie gesagt, ich finde, er könnte immer wieder reinkommen, wenn es die Möglichkeiten ergibt. Ich will da kein apodiktisches Urteil sprechen. Ich finde, es ist immer noch ein geiler Typ. Ich liebe ihn. Ja, definitiv. Es ist halt nur, es gibt gewisse wahrscheinlich Reibungspunkte, die es wahrscheinlich ihm aktuell ein bisschen schwieriger machen, da gefährlich ranzukommen. Und für den Verlauf der Rückrunde wird es wahrscheinlich auch eher ohne Da Costa laufen. Ist schade, weil erinnern wir uns, wie krass schnell wir uns eigentlich in den Rausch damals geredet haben, als Da Costa ein ums andere Mal durchgesprintet ist. Wir wissen, was er kann. Ja. Es muss nur wieder klicken. Vielleicht braucht er diese Zwischensaison, um dann nächste Saison wieder angreifen zu können. Wir wissen es nicht, aber das Potenzial ist da und ich hoffe, er kann es wieder ausfüllen. Aber in der Zwischenzeit denke ich eher, dass es zwischen Chandy und Touré ablaufen wird. Okay, gehe ich voll mit auf jeden Fall. Das Problem ist, wie ihr gesagt habt, das ist definitiv eine Position, der wir im nächsten Jahr vielleicht gucken sollten, ob wir uns da nochmal verbessern können. Ist einfach schade, dass wir mit der Viererkette haben wir ja sowieso, hast du es, glaube ich, eben gerade, René, schon angesprochen, da ist Touré tatsächlich auf der rechten Seite jemand, der eher mir besser gefällt, wenn er das spielt. Bei diesem Dreier-Fünfer-Kette-System ist es halt einfach nicht wirklich sein Mittel. Aber vielleicht gewöhnt er sich dran und lernt noch ein bisschen dazu. Wäre ja schön. Habt ihr noch was zu Bremen oder sollen wir mal in den Blick Richtung Mainz wagen? Zu Bremen kann ich tatsächlich nur sagen, ich bin erneut sehr optimistisch, was Silva angeht. Ihr habt Dost angesprochen, der auch Akzente gesetzt hat, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, jemand, von dem man relativ wenig sieht, De Guzman, das waren zwar nur 2-3 Minuten oder insgesamt 8 Minuten gespielt, aber das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich find's cool und ich find's schön, dass sich dann auch selbst nach Einwechslung Leute dann dementsprechend so gut einbringen können. Ja, das ist richtig. Es ist ganz, ganz wichtig, dieses Nervenduell jetzt gewonnen zu haben, wo ja auch viel aufgebaut wurde, aufgebauscht wurde. Geile Nummer. Ich bin einfach sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss zu diesem Bremen-Segment. Dann lass uns doch jetzt mal gucken auf den nächsten Gegner. Wir müssen am Samstag ran, zu Hause gegen Mainz. Wir haben uns ja jetzt doch ein ganz gutes Stück von diesen Abwehrrängen wegbewegt. Sie haben jetzt 8 Punkte Vorsprung auch auf Düsseldorf, die ja auf diesem Relegationsplatz stehen und eben 10 Punkte Vorsprung auf Bremen, die auf dem ersten direkten Abstiegsplatz stehen. Und Mainz hängt da halt quasi direkt dran. Die sind nur 1 Punkt vor Düsseldorf und 1 Platz vor Düsseldorf. Die haben da richtig Druck auf ihrer Seite. Die haben ja am vergangenen Wochenende 1-0 gegen Hoffenheim verloren, nachdem sie auf der einen Seite erst ein bisschen Pech hatten, weil sie den Elfmeter gegen sich bekommen und dann Glück haben, der dann natürlich auch noch so kläglich verschossen wird. Und dann aber nachher doch irgendwie das Tor kassieren und dann da immer weiter reinrutschen. Also ich würde mal behaupten, der Druck ist definitiv bei Mainz jetzt ein ganzes Stück größer als bei uns. Und wir kommen da mit einer ordentlichen Portion an Selbstvertrauen da einfach auch am Samstag auf den Rasen. Also ohne jetzt irgendwie hier zu viel fordern zu wollen, aber ich sehe das schon ganz klar für uns. Klar, natürlich, der aktuelle Vibe spricht natürlich für die Eintracht, ja, also ich meine, wir sind jetzt, guck mal, die letzten 3 Spiele, das war, auch wenn du jetzt noch Freiburg mitzählst, war das auch schon gut, ja, und das ist natürlich, spricht alles für uns, und wenn ich mir angucke, wie jetzt Mainz unterwegs war, das ist alles nicht so richtig geil, natürlich war das Ding jetzt gegen Hoffmann wesentlich enger, davor wurden sie ordentlich abgewatscht.
Ich finde auch den Trainer nicht so mega geil, da kann ich mir nicht wirklich helfen. Die Mannschaft ist eigentlich wird durchaus Potenzial gesegnet, kommt aber momentan nicht so in den Rhythmus. Natürlich sieht es aktuell so aus, gerade jetzt ja, zu Hause spielt er leider keine Rolle mehr. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Eintracht hier der deutliche Favorit ist und wir müssen diese Position auch behaupten. Ja, und das ist wir kommen wichtig, mit viel genau. Hype. Ja, Mainz die, das ist genau wichtig, ja. Mainz die letzten 5 Spiele nicht gewonnen, 3-mal unentschieden, 2-mal die Niederlage, 1-mal gegen Hoffenheim und gegen Leipzig. Gut, gegen Leipzig kannst du verlieren, aber da haben sie halt auch schon mit 5 Toren ordentlich was kassieren müssen. Also da ist, glaube ich, schon Depri-Stimmung. Ja, es ist eine extrem angespannte Situation, weil ich glaube, die haben auch nicht gedacht, dass sie nochmal richtig so krass unten reinrutschen. Du hast schon gedacht, dass du vielleicht gegen Hoffenheim zumindest was holst. Und jetzt sind die in einer Situation, die es natürlich andererseits auch Bremen durchaus wieder möglich macht, wenn man jetzt dieses 0-3 gegen die Frankfurter Eintracht vernachlässigt, doch wieder weiter anzugreifen. Weil für Bremen, wenn wir jetzt, die müssen das Spiel gegen die Eintracht jetzt komplett ausklammern. Wenn die es hinbekommen, geistig nicht mehr darüber nachzudenken, die Fehler vielleicht sich zu analysieren und dann einfach weiterzuhauen. Wir hatten auch solche Phasen. Ich erinnere an unsere Saison, in der wir dann am Ende in die Relegation mussten, wo wir unter anderem ja auch gegen Bremen verloren haben. Es war eine ganz schwierige Situation, da kamen wir von ganz unten emotional und auch mit von der Niederlagenserie, haben es dann geschafft, uns wieder so zu hypen, dass wir dann gegen Dortmund gewinnen, dass wir gegen Mainz gewinnen und ich glaube, es war Mainz, Dortmund und auch Darmstadt, wenn ich richtig denke, kann sein und da waren wir auf einem guten Weg und haben aber das entscheidende Spiel gegen Bremen damals verloren, weswegen wir dann in die Relegation mussten und also auch diese Rückschläge, da muss man irgendwie drüber hinwegsehen und vielleicht auch wieder zurückkommen. Und ich glaube, wenn Bremen dieses Eintracht-Spiel ausklammern kann, dann haben die einen Vorteil gegenüber halt den Mainzern beispielsweise, die gar nicht damit gerechnet haben, so weit runterzukommen. Und wenn wir natürlich die Schützenhilfe jetzt gegen die Bremer auch kultivieren, ne, für die Bremer kultivieren, dass wir sagen, okay, naja, wir haben euch abgehauen, ja, dann müssen wir natürlich auch die Mainzer mal ein bisschen abwatschen. Ich glaube, dann kann sich auch keiner mehr beschweren. Was natürlich dann auch noch so ein Faktor sein kann, und das hatte der Alex auch gerade eben in den Chat geschrieben, dass Mainz halt auch eine relativ junge Mannschaft hat. Da ist vielleicht auch jetzt im Vergleich zu Bremen, wo du gerade dabei warst, die Erfahrung tatsächlich im Umgang mit solchen Abstiegskampfsituationen noch nicht so gegeben. Was ja dann auch wieder für uns so ein bisschen ein Bonuspunkt sein kann, dass die halt einfach mit dieser Situation aufgrund der nicht vorhandenen Vorerfahrung vielleicht nicht so ganz optimal umgehen können. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt und du musst auch sagen, ich glaube, Marvin, du hattest eben schon in deinem Statement gesagt gehabt, ich weiß gar nicht, ob Mainz das so gemerkt hat, dass sie so schnell jetzt in den Abstiegsbereich jetzt wieder reingerutscht sind, denn wir haben ja schon drüber gesprochen, Bremen hat sehr gut gepunktet, außer gegen uns jetzt, hat überraschend gepunktet auch. Ich glaube, die hatten sich schon so ein bisschen, wenn es Mist läuft, dann spielen wir halt eine Relegation, mal gucken, Dings. Das. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich schon so realisiert haben, wie weit sie eigentlich in diesem Abstiegssumpf schon hängen. Und das ist für uns tatsächlich, müssen wir einfach aufpassen, dass wir hier genau an dieser Stelle nicht diese Aufbauhilfe für Mainz machen, sondern hier eiskalt das Spiel wieder abliefern, wie es gegen Mainz auch gelaufen ist. Nämlich mit einer eingespielten Mannschaft hinten die Tore auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste für Mainz. Die werden natürlich auch versuchen, ein frühes Tor zu machen, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Gerade wenn du so verunsichert bist mit diesem ganzen jetzt wir müssen eigentlich heute gewinnen, sonst stehen wir wirklich jetzt mittlerweile da unten richtig eng drin. Weißt nie, wie Bremen dann am nächsten Tag, glaube ich, gegen Wolfsburg spielt. Nicht, dass sie da doch wieder punkten. Du fängst ja dann noch an, auf die anderen Spiele, auf die gesamte Atmosphäre zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob in Mainz, wie es da mit dem Umfeld ist, ob es da noch ruhig ist, ob da schon Halligalli ist, keine Ahnung. Du merkst aber, das darf dich als Frankfurt überhaupt nicht beeinflussen in deiner Leistung, die du da jetzt ablieferst. Und wir kommen aus einem Hype, wir kommen aus einer geilen Woche, so oder so. Und jetzt musst du einfach eigentlich das i-Tüpfelchen raufsetzen. Eine Woche, 9 Punkte, das ist super möglich, weil du einfach ein eiskaltes Spiel da abliefern musst. Und wenn du an deine Tugenden, die du jetzt die letzten Tage eigentlich da mal wieder gefunden hast, nämlich dieses Aggressivität, vielleicht nach oben hin sind wir uns einig, da wird nichts mehr gehen. Aber du bist auf jeden Fall, wenn du gegen Mainz, das muss auch im Kopf sein, wenn du da gepunktet hast, dann kannst du ganz entspannt für die nächste Saison planen, weil da müsste echt mit dem Teufel zugehen, wenn wir dann noch absteigen. Nee, da passiert nichts. Aber das ist genau, das glaube ich auch. Ne, also
sind wir uns eigentlich einig, dann ist das, wissen auch die Verantwortlichen, da kommt ein bisschen Ruhe rein, dann kann auch Hütte ein bisschen in Ruhe arbeiten und so weiter und so fort. Das tut dem Ganzen gut, dann kannst du nochmal gucken, wenn du mit total viel Glück landest du am Ende tatsächlich noch ein paar Plätze weiter oben. Das ist auf jeden Fall dann eine ganz andere Situation und das muss uns doch eigentlich motivieren. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft das erkannt hat, dass eigentlich diese Umstellung, die fühlen sich wieder wohl, da ist guter Ehrgeiz da. Selbst wenn keine Zuschauer da sind, Derby immer noch mal ein bisschen, vielleicht kann noch ein bisschen Hype mit reingebracht werden, alles in Ordnung, nur versucht so zu spielen. Ich glaube auch nicht, dass wir groß wechseln. Wir kommen ja gleich zu der Aufstellung, große Wechsel sehen werden. Ich denke, dass wir fast mit demselben Personal spielen werden. Und ja, dann mal schauen, was das Spiel so hergibt. Aber ihr habt es richtig gesagt, wir sind nicht in der Bringschuld. Mainz muss liefern und das kann uns in der Situation eigentlich nur in die Karten spielen. Oder wie seht ihr das? Ja, wie eingangs gesagt, also ich glaube, der Druck ist bei Mainz deutlich, deutlich höher. Also vorausgesetzt, das ist auch gerade eben noch so der Punkt, den du angesprochen hast, haben die überhaupt tatsächlich schon realisiert, dass sie da ernsthaft in Gefahr sind? Wenn ja, haben sie einen enormen Druck, was halt immer auch ein guter Punkt ist, dass es zu den ein oder anderen Fehlern kommen kann. Wenn nicht, auch wiederum vielleicht gut für uns, dass sie dann halt einfach zu locker an die Sache rangehen. Also ich bleibe dabei, so oder so ist die Ausgangssituation für uns eine, ich will es jetzt nicht sagen optimale, aber eine sehr, sehr gute. Und das muss die Eintracht natürlich jetzt auch nutzen. Also wie ihr es beschrieben habt, das habt ihr ja richtig beschrieben, der Druck liegt bei Mainz. Das heißt, die müssen relativ früh versuchen, auch irgendwie Akzente zu setzen und wollen natürlich, die müssen natürlich das erste Tor machen, weil ein Unentschieden bringt uns tatsächlich mehr als denen. Ne? Also andere, du hast eben schon gesagt, dann ist andere scharren mit den Hufen, ja, und die Möglichkeit, dass die Mainzer dann am Ende des 30. Spieltages noch gravierender in den Abstiegsstrudel gezogen werden, gerade wenn die Fortuna vielleicht zu Hause gegen Hoffenheim gewinnt, die ja natürlich relativ gut sind, die Hoffenheimer, die sind ja an der Schwelle zu Platz 6, aber auch Düsseldorf kann das durchaus und plötzlich steht Mainz auf einem Relegationsplatz und dann rückt vielleicht noch Werder ran, wenn Werder Wolfsburg besiegt hat. Das ist alles möglich in dieser merkwürdigen Corona-Bundesliga gerade. Ja. Ich würde mich nicht darauf ausruhen, das heißt, für die Eintracht ist es so, die müssen die Mainzer beobachten, die wollen kommen. Wenn sie kommen, müssen wir überfallartig zuschlagen. Und das machen wir natürlich mit der ein oder anderen Möglichkeit, die wir in dem Aufstellungsverbund haben. Die ganz große Schnelligkeit ist nicht mehr da. Ja, auch ein Silva geht eigentlich fast eher durch seine Füße, nicht durch seine Schnelligkeit. Aber zum Glück haben wir ja bei Kostic gemerkt, wenn er Feuer fängt, wie in der zweiten Halbzeit gegen Bremen, dann passiert da auch wieder was. Aber da vielleicht nochmal ein kurzer Sidestep. Mir kommt das schon so vor, als wenn einfach auch Kostic so ein bisschen arg genervt ist von der Situation und du viel mehr Funken brauchst, um den Kerl tatsächlich da vollständig anzuzünden. Oder ist das auch wieder nur so eine persönliche Wahrnehmung? Ja, es wird oft erwähnt, aber es ist halt tatsächlich so, dass in der Hälfte der Spiele, wo ihm das nachgesagt wird, dann doch wieder angezündet ist und dann die entscheidenden Situationen hat. Ne? Also ja, es fällt nicht mehr so einfach. Ich glaube, es ist durchaus so, dass du dann halt dir denkst, als Spieler dieser Qualität, ja, das ist jetzt mal schon ein bisschen schwierig jetzt mit den anderen. Aber ich glaube, wenn er sich dann links und rechts um sich guckt und merkt, okay, wir müssen halt einfach was tun, dann wird das schon gehen. Ich glaube, es fällt ihm nicht mehr so einfach wie mit den drei da vorne, mit den Büffeln, aber da muss er jetzt auch durch. Das ist ja zeitlich begrenzt. Das ist auch für ihn zeitlich begrenzt. Im Sommer wird alles neu rotiert und dann schauen wir mal. Guter Punkt, aber eine Sache natürlich dazu, René, weil du sagst, für ihn ist es natürlich auch deprimierender, dass überhaupt keine, ja, ich sag mal, Entlastung mehr in der Hinsicht kommt, für den Gegner ist es viel, viel einfacher, einen Kostic wirklich, ja, ich sag mal, zuzustellen. Wenn dann noch die Pässe die Laufwege dann nicht komplett, ja, ich sag mal, alle, die mitgehen und du merkst, jetzt haben wir mal die Möglichkeit und dann funktioniert es nicht. Und das ist wirklich, finde ich, deutlich seltener geworden. Es kann dran liegen, dass einfach die rechte Seite momentan ein bisschen schwächer besetzt ist mit Chandler Touré und wer auch immer dann vorne eben noch auf der Seite, ob das dann Gasinovic oder wer dann eben auf dieser Seite dann gerade agiert, einfach nicht dieses Feuer geben kann oder nicht gibt und dementsprechend natürlich auch der Gegner
sehr, 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 sehr einfach hat, da haben wir ja auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dieses System zu unterbinden. Und wenn dann natürlich die Spieler nicht eben die Qualität oder auch den Willen zeigen und dann sofort bei jedem Ball den Kostic sozusagen, wo er mal 2 Meter hat und seine Schnelligkeiten, seine Physik und seine Durchsetzungskraft ausspielen kann, da nicht mitgehen und er dann eigentlich ins Leere läuft oder der Ball ja vertändelt wird und so weiter, das ist, na klar, ist der genervt. Das ist auch, finde ich, völlig ja, normal. Natürlich. Wenn dann aber wenn er dann aber 1-2 Situationen, das zeichnet ihn ja eigentlich aus, er versucht es ja trotzdem immer weiter. Und irgendwann ist es natürlich dann, wenn er durchkommt und so ein Ball kommt, da zehrt er auch wieder von. Das ist ja nicht, dass er dann beim nächsten Mal sagt, so eine Scheiße hier von 20 Bällen ist einer, konnte ich einen spielen, weil meine Gegenmitspieler nicht mitgelaufen sind. So ist es ja auch nicht, sondern die Spieler sind viel einfacher zu decken. Es ist einfach ein schwieriges Spielsystem. Man merkt auch, dass teilweise die Dynamik tatsächlich auch noch fehlt, das Eingespielte. Das kommt jetzt Gott sei Dank langsam wieder, aber finde ich, Chapeau immer noch an Kostic an der Stelle. Natürlich, er ist ein bisschen genervt, aber ich kann es völlig verstehen und er macht ja immer weiter und die Leistung bestätigt es ja auch. Marvin hat es, glaube ich, vorhin gesagt, solange dann so Bälle immer noch dabei sind wie gegen Bremen oder sowas und er dann nochmal so Meter macht und so ein Lauf dann am Ende mit dem Tor gekrönt wird, da ist doch jeder zufrieden und er ja, selbst, glaube ich, auch. Ja, ja. Okay, gut. Dann danke für den kleinen Exkurs. Wir waren aber gerade mitten bei der Aufstellung, da wollte Marvin, glaube ich, so ein Stück weit hin. Können wir gerne tun, ja. Mhm. Würdet ihr in der Abwehr was ändern? Also ich persönlich würde sagen, diese Abwehr aus Hinteregger, Hasebe, Abraham, vorausgesetzt, da ist jetzt nicht bei Hinteregger irgendwie doch mehr mit der Nase, als man vielleicht jetzt vermuten kann, ist schon momentan so unsere Nummer 1 da hinten, oder? Ja. Bin ich vollkommen bei dir. Also voll wenn mit. Wenn es nicht wirklich was getan werden muss, weil du halt einfach keine Alternativen hast, weil sich wirklich jemand verletzt hat, würde ich dahin gar nichts machen. Ich würde versuchen, diese Saison auch weitestgehend einfach durchzumachen da hinten. Du hast jetzt deine Aufstellung gefunden, why not? Weißt du? Ja, du hast da 3 hinten, die 3 da hinten sind sehr erfahren, sind sehr ruhig gehen im Zweifelsfall, aber auch eben dahin, wo es wehtut, da hatten wir ja gerade eben schon drüber gesprochen und ich finde auch, du siehst einfach, wie abhängig, und das finde ich jetzt sowohl positiv als auch negativ an dieser Stelle, du einfach von einem Hasebe da hinten bist, der sowohl mit Übersicht als auch mit Ruhe agiert, aber ja auch diese Thematik, eben dieses 1-0 gegen Bremen, wie er dann ja im Mittelfeld dann auch diesen Ball erobert und dann auch diesen schnellen Konter auslöst, weil er halt einfach diese Übersicht hat. Dieser Mensch ist einfach so unwahrscheinlich wichtig für uns in dieser Abwehr, das glaubst du gar nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt, was ihr sagt, das Problem, oder was auch Marvin eben schon gesagt hat, ich finde, Hasebe steht und fällt immer mit der Spielpraxis auch. Das ist einfach, er muss erstens fit sein und zweitens muss er aber auch er muss ein paar Mal mit seinen Leuten gespielt haben. Ich fand am Anfang, als er kam, das war dann schon so ein bisschen Rumgeeier und so Fehlpässe, die man überhaupt nicht von ihm kennt. Auch natürlich ist er nicht mehr der Schnellste, das wissen wir. Auch Abraham, der früher ja wirklich ein Riesentempo da hingelegt hat, ist heute auch nicht mehr der Supersprinter. Aber das muss auch gar nicht sein, wenn das im Konstrukt stimmt und die Laufwege, das machen die schon mit guten Stellungsspiel auch oft wett. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich finde die Dreierkette super. Ich denke auch, dass wir mit der auf jeden Fall fertig spielen sollten, die Runde. Vielleicht an der einen oder anderen Position. Wir werden ja jetzt gleich auch zu den Sechsern kommen. Da finde ich, kann von Gegner zu Gegner noch ein bisschen variiert werden, weil ob das immer so hundertprozentig perfekt ist, weiß ich nicht. Wir können ja erstmal weitergehen noch in der Aufstellung. Also Trapp ist ja eh klar, bleibt ja. Trapp ist klar, den habe ich jetzt einfach auch mal ganz dreist übergangen, weil da wird sich so oder so nichts ändern. Ja, und dann ist die Frage des Mittelfelds. Ich schreibe jetzt mal für links auf jeden Fall schon mal Kostic auf und dann gehen wir mal weiter nach rechts durch mit der Frage der beiden Sechser-Achter. Ich habe da 2 im Auge, aber mich würde mehr interessieren, welche beiden ihr denn da sehen würdet. Marvin. Also, du meinst, das muss man mal überlegen. Was machen wir denn da? Muss mal gerade mal gucken. Jetzt war ich gerade noch gearbeitet. Ja, muss ich gerade mal zurückziehen. Soll ich kurz, Marvin? Nee, alles gut, das kriegen wir schon hin. Das ist kein Problem. Ich
Das ist kein Problem. Warten wir mal ganz kurz. Ich muss mal ein bisschen klarkommen hier. So, und zwar, also, genau, ihr seid eben durchgegangen. Ihr habt erstmal die Innenverteidigung gemacht. Das habe ich noch mitbekommen. Ja, so, und dann jetzt die Frage nach den beiden Sechsern, Schrägstrich, Achtern. Ja, also ich würde weiter mit Rode arbeiten. Ich finde, Rode hat erneut ein richtig gutes Spiel gemacht. Das ist mein Dauerbrenner für die Zeit nach Corona. Das ist einer der wenigen, die auch in München schon gut gespielt haben. Und tatsächlich, ich weiß nicht, aber ich sehe kaum einen Grund, Core rauszunehmen. Warum nicht? Ja, weiter mit Core. Ja, ja. Okay, okay. Wer mir da noch eingefallen wäre, ist natürlich ein Toro. Wenn er, der hat mir nämlich wirklich auch gut gefallen. Ist natürlich die Frage, ob das nicht eher ein Spieler für die. Ach so, nein, der ist ja schon wieder. Der ist ja wieder durch. Der war ja nur ein Spiel gesperrt und das war ja Bremen. Ja. Stimmt. Also, ist ja nur, genau, also. Genau. Also, außer das gilt nur jetzt in der normalen, dass das als aus. Nee, du hast vollkommen recht. Ich hab einfach gedacht, du hast vollkommen recht. Könnte man auch machen, aber andererseits, guck mal, sind jetzt die ersten Spiele von Core, bei denen wir ihm wirklich nachsagen können, dass wir ihm nichts nachsagen können. Ja? Und das ist doch vielleicht auch mal gut, dass wir sagen, okay, er ist einigermaßen drin. Ich würde weiter mit Core und Rode arbeiten. Ich finde deine Idee mit Toro, der jetzt dann wieder spielen kann, auf jeden Fall auch eine Maßnahme. Und rechts würde ich halt dementsprechend Chandler spielen lassen. Da ist das, was ich auf jeden Fall verändern würde. Ansonsten würde ich ja nicht viel machen. Wie siehst du das denn, René? Weil du haltest ja eigentlich eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Also Rode ist für mich total unbenommen. Ich glaube, den können wir schon aufschreiben, weil den hatten wir ja alle drei in unserer Theorie. Chor, finde ich, hat eine Chance verdient. Ich finde aber noch viel mehr hätte es sich tatsächlich in Ilsanker verdient. Und ich glaube, er hat auch gerade so richtig Lunte gerochen. Ist halt auch schwierig, den überhaupt nicht aufzustellen, nachdem er einfach zwei Tore gemacht hat. Ja, das ist jetzt wieder so dieses Luxusproblem. Wir haben eigentlich zu viele Spieler, die es gerade A verdient hätten und B auch gerade in einem echt guten Lauf sind, als wir Positionen für diese Spieler haben. So ein bisschen schwierig. Ich bin ganz ehrlich, ich bin bei dir. Ich würde es ihm geben. Und gerade, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und das ist die Motivation. Du kannst doch eigentlich jemanden, der natürlich auch so viel positives Feedback jetzt mitbekommen hat, natürlich würdest du es schon hinbekommen, ihm zu sagen, hier, ne, du hast super gespielt, aber wir brauchen dich jetzt erstmal da und da. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihm das jetzt auch nochmal zusätzlichen Kick gibt. Und gerade jetzt nach den ganzen positiven Nachrichten, der hat es auch gemeint, der hat diesen ganzen Tag, die ganze Rückfahrt dafür gebraucht, die ganzen positiven Nachrichten, die er bekommen hat, jetzt auch irgendwie mal zu beantworten. Ja, das ist aber doch, das macht doch was mit Menschen. Und gerade weil das halt was mit Menschen macht und ihnen vielleicht nochmal dieses Ankommen in Frankfurt noch leichter macht, wäre es vielleicht eine Option zu sagen, okay, auch wenn Core ja sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, da musst du wirklich wählen und sagen, okay, Rode ist klar, aber mit Ilsanker kann ich mir auch vorstellen, gerade gegen Mainz. Es wäre jetzt tatsächlich für mich auch weniger ein Plädoyer gegen Core, sondern halt eher für Ilsanker. Core hat überhaupt nichts verschuldet, der ist ein super Spieler, aber ich glaube, wie du schon sagst, wir hatten ja auch immer mal drüber gesprochen, dass es auch so ein Stück weit jetzt drauf ankommt, die Spieler auch aufzustellen, die gerade eher so diesen Motivationsvorsprung haben, die halt einfach Bock haben, die mit der Situation zurückkommen, und da wäre tatsächlich für mich eher momentan Ilsanker derjenige, der da eine Beinlänge voraus hat. Ja, bin ich bei dir. Ja. Lass uns den nehmen, vollkommen überzeugt. Ja. Und Chandler auf rechts, glaube ich, könnte tatsächlich auch in dieser Variante gegen Mainz, wo du auch einfach die Räume brauchst, jemanden brauchst, der auch mal, wie Dennis so richtig gesagt hat, für Kostic so ein bisschen Entlastung bringen kann, der von rechts auch mal in der Lage ist, eine Flanke da reinzubringen, wäre tatsächlich Chandler derjenige, mit dem ich anfangen würde. Und dann kann man ja immer noch gucken, je nach Spielverlauf, wenn du so ein bisschen mehr auf die Defensive gehst, dann vielleicht in Touré dann da auch einzuwechseln. Mhm. So, und dann ist jetzt die spannende Frage, ein Stürmer und zwei Zehner oder ein Zehner und zwei Stürmer? Ich würde immer noch mit dem zwei Zehner und einem Stürmer arbeiten. Ich würde weiterhin Gacinovic festhalten. Silva logischerweise ganz vorne. Und ich würde auch immer noch Kamada da sehen. Ich würde es weiter probieren. Also Kamada hat jetzt gestern kein so geiles Spiel gemacht. Aber Kamada ist auch irgendwie, finde ich, immer so schwankend von seiner Art und Weise. Also auf der einen Seite ist er dann mal irgendwie
extrem gut unterwegs und kämpft sich rein. Und dann hast du so Aktionen wie gestern, wo er irgendwie aus 3 Meter Entfernung diesen Arm von dem Bremer sieht und dann sich halt einfach fallen lässt wie so ein nasser Sack, wo ich mir auch denke, also Junge, das ist es nicht. Nee. Aber trotzdem würde ich es machen. Also ich würde trotzdem genau da vorne erstmal nichts ändern. Du hast die Möglichkeiten, dass du Dost früh bringen kannst, wenn du siehst, dass es nicht funktioniert. Du kannst So bringen, wenn du denkst, okay, Kamada findet heute gar nicht mehr ins Spiel. Ja. Aber ich würde erstmal sagen, du machst so wie gegen Bremen vorne. Ja, also Dost auch mit den beiden Vorlagen, die er in den beiden Spielen gemacht hat, ich glaube nach wie vor nicht, dass bei ihm die Luft auch über die vollen 90 Minuten läuft. Und dann ist jetzt die Frage, wann bringt er dir halt eher was? Und ich finde, so ein Dost kannst du halt auch gerne mal zum Ende noch irgendwie reinbringen als Brecher da vorne, der dann auch mal gerade bei einer Standardsituation den Kopf irgendwie hinhält. Ja, Langholz kannst du ja mit Silva durchaus auch. Also der ist ja durchaus auch in der Lage, hohe Bälle anzunehmen und zu verwerten, wenn er halt eben auch die Möglichkeit und das Vertrauen hat. Also ich wäre da bei Marvin und würde tatsächlich mit den 2 Zehnern da gehen. Das wollte ich hier schon Marvin aufschreiben, aber der heißt natürlich Gasinovic. Wobei wir natürlich dass Marvin auch ganz viele Qualitäten im Torschuss und in der Chancenverwertung hat. Man denke sich jetzt eben diesen Fußball 2000-Clip, der an dieser Stelle geblendet wird. Sehr gut. Nein, aber normalerweise geil, dass wir mal an so einer Stammmannschaft festhalten, ja eigentlich nur kleine Wechsel hier vornehmen. Gefällt mir gut. Ich muss auch sagen, du hast natürlich auch, es ist aber wichtig, dass natürlich dann auch so Wechsel zur richtigen Zeit gemacht werden. Ich habe mittlerweile tatsächlich auch Vertrauen zu Hütter zurückgewonnen. Das ist eigentlich ein komischer Ausdruck. Es war zwischenzeitlich mal, dass ich mich sehr über seine Coaching-Arbeit, gerade wenn es um Wechsel ging, ja sehr, sehr drüber aufgeregt habe. Im Moment, er hat ja ein glückliches Händchen. Dementsprechend lassen wir ihn das mal machen. Und ihr habt es richtig gesagt, ob Dost wirklich für eine ganze Halbzeit reicht, ist schon fraglich. Ob du ihn dann wirklich ganz am Anfang aufstellen willst, lieber hinten raus nochmal dann die entscheidenden Vorlagen geben, dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Nee, gefällt mir gut, auf jeden Fall. Coole Aufstellung, kann was gehen. Ja, finde ich auch. Und es ist einfach weiterarbeiten an dem, was du momentan schon hast, dann mit dem du gut arbeiten kannst. Und wie gesagt, wir haben die Anpassungsmöglichkeiten. Du hast gesehen, dass auch der Guzman, wenn er reinkommt, irgendwie sogar noch entscheidende Akzente setzen kann. Über Dost brauchen wir nicht sprechen. Der hat die letzten beiden Male bei seinen Einwechslungen Gold gewirkt. Das ist doch nicht verkehrt. Lass uns doch einfach so arbeiten. Ich finde, mit Touré jetzt mal rausrotiert, dafür Chandler rein. Ich glaube, das ist gut. Das bringt noch die nötigen, ja, Hass ein bisschen mit, glaube ich. Und dann gucken wir mal. Und wenn du dann die Möglichkeit nutzt und einfach ein Dreier holst gegen Mainz, dann hast du 38 Punkte, dann wirst du mit da unten nichts mehr zu tun haben. Du kannst ganz relaxed überlegen, was du noch so vorhast. Das ist doch geil. Ja. Und dann hast du am 30. Spieltag schon mehr oder weniger den Klassenerhalt fix gemacht. Das ist eigentlich mehr, als ich zwischenzeitlich erwartet habe. Ja. Definitiv. Und dann kannst du, glaube ich, auch ganz beruhigt, also in Anführungszeichen beruhigt, weil das ist ja sowieso für jeden gerade so eine schwierige Situation, auch so ein Stück weit in die Vorbereitung oder in die Planung dann auch fürs nächste Jahr gehen, soweit die denn in der aktuellen Situation irgendwie möglich ist. Aber du hast einfach dann die Sicherheit und kannst dann jetzt auch ja quasi in diese Analyse und Aufarbeitung und Planung für eine Saison 2020, 2021, wie auch immer die am Ende aussehen mag oder beginnen mag, dann halt einfach auch reingehen. Ja. Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, in der aktuellen Situation, wo jetzt auch die Saison ja länger dauert als gedacht und du ja sowieso schon so ein bisschen jetzt Planungszeitraum verpasst hast, ganz gut, umso früher du einfach da jetzt auch reingehen kannst. Sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Dann hätte ich jetzt gerne noch Ergebnistipps von euch und diesmal darf der Dennis anfangen. Okay. Ich tippe leider, dass wir mal wieder ein Gegentor bekommen. Mit einer weißen Weste wird es wohl auch in dem Spiel nichts, aber 3-1 für die Eintracht. Nachdem die Eintracht erstmal in Bremen ohne Gegentor mal, gewonnen. Ja, 3-0 gewonnen hat. Da wird mal wieder nichts. Ich glaube, der Trend, den wir vorher hatten, natürlich gestoppt gegen Bremen, richtig, ja. Aber es ist, ich glaube nicht dran, dass wir das jetzt nochmal so schnell wiederholen können. Aber schauen wir.
Das ist ja, verstehe ich, ist ja kein Problem. Ja, Marvin, wie sieht es denn bei dir aus? Gegentor oder nicht Gegentor? Ach ja, ein Gegentor gibt es auch und ich schließe mir auch den Tipp an. Ich glaube auch, dem was der Dennis gesagt hat, ein 3-1 klingt für mich schlüssig. Okay. Für mich klingt es nicht ganz so schlüssig. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Knoten geplatzt ist und die Abwehr zurück zu ihrer Stärke gefunden hat und wir kein Tor kassieren. Und ich glaube sogar, dass wir eins mehr schießen als gegen Bremen. Ich gehe mit dem 4-0, was der Alex ja auch mittlerweile in den Chat reingeschrieben hat. Okay. Ist doch geil, super. Gut. Richtig krass, aber Leute, das ist das wichtige Ding jetzt nochmal. Einmal richtig zusammenreißen, nochmal alles raushauen. Und das Geile ist, überleg dir das mal, 38 Punkte hätten wir dann. Und wisst ihr, was dann Sache ist? Dann können wir ganz relaxed in die Saison gehen. Dann können wir ganz relaxed überlegen, was machen wir jetzt, was können wir hier noch tun. Aber wisst ihr, was das Allergeilste ist? Dann wird am Samstag ab 18.30 Uhr, wenn dieses Spiel vorbei ist, jeder hat geduscht und so weiter und so fort, können wir überlegen, wisst ihr was? Könnten ja eigentlich doch wieder den Pokal holen. Denn nächste Woche geht es dann gegen die Bayern. Natürlich haben wir gegen die Bayern jetzt wieder beschissen ausgesehen in München. Aber mit einem freien Rücken, ja, mit ohne Belastung dieser Gedanken, dass du denkst, oh scheiße, du musst dich eigentlich aufsparen dafür, dass du im Abstiegskampf noch was holst. Ja, wichtiger Punkt, ja. Richtig geil, ey. Ja, überleg mal. Stimmt. Und wenn die Jungs wieder Feuer fangen und dann denken, oh, wisst ihr was, da könnte ja nochmal was gehen. Ich würde zwar lieber einen Pokal mit Fans feiern, aber ohne geht auch. Da, ich glaube, wenn du dir am Samstag die ganz nötigen Arbeitspunkte holst, hast du die Chance, eine solche interessante Saison doch nochmal in etwas ganz Goldenes beziehungsweise Hartes zu überführen. Das wäre doch eine richtig geile Nummer. Ja, das wäre eine richtig geile Nummer. Aber da sprechen wir dann nochmal im Detail nächste Woche drüber, aber du warst schon recht. Gott. Wenn du halt einfach wirklich da befreit hinkommst und halt einfach wirklich nicht diesen Druck hast, da jetzt irgendwie was machen zu müssen, beziehungsweise halt einfach auch nicht schon gedanklich bei dem nächsten und übernächsten und nachkommenden Spiel bist, sondern halt einfach sagen kannst, okay, das ist jetzt einfach ein geiles Fußballspiel, wir haben einfach Bock drauf, wir können was schaffen und wenn nicht, dann tut auch keinem was weh am Ende. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Einstellung, mit der du in so ein Ding reingehen kannst. Ja, ich glaube, das. Ja. Also ich glaube auch, es ist wirklich ein ganz anderes Spiel. Das ist genau wie ihr sagt, da werden die Würfel hoffentlich nochmal neu gewürfelt. Also das ist, es ist wirklich für mich an der Stelle ein ganz, ganz wichtiges Spiel trotzdem, weil du merkst, dass du nochmal vielleicht auch eine Motivationsspritze trotzdem. Stell dir mal vor, du spielst da, gut, wenn du gewinnst, ist natürlich richtig geil, aber du hast ja schon vorhin, Marvin, hast es, glaube ich, angesprochen gehabt, dass du schon da gegen das beim Bayern-Spiel gesehen hast, dass ein bisschen Wille oder ein bisschen mehr Wille da war. Gladbach war richtig zum Kotzen. Ne? Gladbach gegen war richtig Bayern, natürlich sah es dann auch nicht gut aus am Ende, aber trotzdem hast du so ein bisschen schon gemerkt, okay, die Lebensgeister kommen zurück. Das ist natürlich eine wunderbare Sache, wenn du jetzt im Pokal nochmal, jetzt willst du doch nochmal, du bist ein bisschen besser in Schuss, du bist wieder im Training, du kannst wieder ein bisschen Automatismen, wir haben vorhin schon, die Mechanismen funktionieren, die Abwehr steht wieder ein bisschen besser. Also es sind so kleine Kleinigkeiten, die so ein Spiel schnell mal auch unangenehm für die Bayern werden lassen können. Es geht da wieder drum, und da haben wir ja auch schon bei Bremen und den anderen Spielen schon drüber gesprochen, es geht darum, einen frühen Tor zu machen, zu gucken, dass im Endeffekt wir irgendwie ein Tor rein brutalisieren, muss man wirklich an der Stelle sagen. Und dann, ja, vielleicht, oder lange Zeit zu null und am Ende noch eins reingegaunert. Ja. Das wäre mir auch recht. Das sind alles Situationen, davon können wir träumen. Jetzt erstmal die Hausaufgaben noch machen. Hier, Wochenende, alles gut. Dann sind wir, glaube ich, sogar ja, mit 38 Punkten, wie du sagst, Marvin, wenn Hertha gegen Dortmund da nichts holt, dann sind wir punktgleich, dann ist ja wirklich, guck mal, geil eigentlich, wie du hast dann im Endeffekt wirklich eine geile Punkteausbeute aus den letzten Spielen, und wenn das nicht Motivation genug ist, um dann auch einen ordentlichen Auftritt in München zu sehen, wann dann? Also dann ist es einfach, wenn es spielerisch nicht reicht, ist ja, haben wir immer gesagt, nicht schlimm, wir wollen aber einen guten Kampf sehen, und auch allen von denen ist klar, der einfachste Weg ist jetzt, oder der wahrscheinlichste Weg ist jetzt, um überhaupt noch eine Möglichkeit zu haben, europäisch sich auch im nächsten Jahr zu zeigen, den Pokal wieder zu holen. Und schauen wir mal. Ja, ist geil, oder? Die anderen haben halt auch wirklich dann einfach auch Gegner, bei denen es halt auch einfach noch um ganz viel geht, wenn du dir halt anguckst jetzt am Spieltag. Düsseldorf gegen Hoffenheim. Hoffenheim will halt schon auch noch irgendwie da oben
irgendwie vielleicht noch eine Chance haben, irgendwie reinzurutschen oder will halt nicht so groß den Abstand irgendwie werden lassen. Dann hast du quasi das Gegenduell, dann Bremen gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist punktgleich mit Hoffenheim. Die werden da jetzt auch nicht irgendwie total ohne Bock irgendwie reingehen. Also du hast halt schon einfach viel, was dann auch für uns spricht an diesem Spieltag. Das kann halt wirklich dann so dieser die Tür sein, die wir einfach in die nächste Saison aufstoßen und sagen, so, das war's, wir gehen jetzt hier durch, macht mir ihr mal euren Kram hier zu Ende. Ja, genau das. Und ich glaube, das kann richtig gut sein. Ich habe irgendwie wirklich ein bisschen Hoffnung. Habe ein bisschen Hoffnung, dass wir sowohl gegen Mainz jetzt irgendwie gut bestehen können, als auch, dass die Sache wirklich noch nicht endgültig gelaufen ist. Nächste Woche im DFB-Pokal. Das ist ja auch geil. Stell dir mal vor, ey, wir müssen mal wieder ein bisschen einfach optimistischer denken. Du hast jetzt die Chance, diesen Klassenerhalt mit einer goldenen Woche abzusichern, dass du in einer Woche einfach mal 9 Punkte holst. Ey, das ist so lustig. Also, das ist noch nicht passiert, aber alle Chancen stehen gut. Überleg dir mal, wie schnell das dann geht. Irgendwie erst noch Angst gehabt, oh Gott, jetzt rutschen wir unten rein. Völlig verständlich, die Angst. Jeder Eintracht-Fan kennt das. Ja, natürlich. Das. Und dann plötzlich bist du wieder einigermaßen relaxed dabei und dann denkst du, okay, naja, Halbfinale. Die Eintracht ist immer noch im DFB-Pokal Halbfinale. Das ist auch jetzt, selbst wenn irgendwie der Abbruch käme oder Dinge sich nicht weiter kultivieren, dann ist es trotzdem immer noch eine ordentliche Saison gewesen, gerade wenn wir Klassen halt jetzt sicher machen. Also das ist nicht alles so verkehrt. Und ich bräuchte Europa tatsächlich dieses nächstes Jahr nicht hundertprozentig. Können wir nochmal drüber reden. Ich würde so eine Zwischensaison würde ich gar nicht schlecht finden, aber so einen Pokalsieg nehmen wir natürlich trotzdem. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube, tendenziell bin ich dann auch eher so auf deiner Seite. Die nächste Saison wäre jetzt tatsächlich für mich eine zum Aufarbeiten, zum Neujustieren, zum Kader vernünftig zusammenstellen. Und ich weiß nicht, auf der einen Seite ist Europa halt schon irgendwie geil, auf der anderen Seite dann auch davon ausgehen zu müssen, dass halt ganz viel der Chose dann ohne Fans abläuft und du ja auch gar nicht weißt. Das ist ja mein einziger Grund. Das ist ja, mein einziger aber Grund. Du ja auch gar nicht weißt, wie dann überhaupt diese Konstellation ist, nachdem ja jetzt wirklich dann auch drüber diskutiert wird, wie hier Champions League und Gedöns in so einem hier Pokalwettbewerb Turniermodus irgendwie zu Ende zu spielen, weiß er natürlich auch nicht, ob das nicht dann auch fürs nächste Jahr irgendwie dann eher in so einem Modus ist und so weiter. Also es ist alles irgendwie sehr schwierig und sehr viel Glaskugelschauerei da momentan. Und da dann irgendwie Eintracht die ganze Zeit in Europa nur aus der Ferne begleiten zu können, nee, da habe ich irgendwie null Interesse dran. Also das ist ja genau das, da hast du vollkommen recht. Mir ging es auch tatsächlich auch nur darum, dass ich eigentlich keine Lust habe, dass die Mannschaft sich irgendwie verausgabt in einem europäischen Wettbewerb, der am Ende ohne Fans stattfindet. Wenn das trotz aus irgendeinem Grund mit Fans, aber es macht ja aktuell einfach keinen Sinn, mit Fans, dann ist es natürlich wieder was komplett anderes, weil dann könnt ihr die auch tragen und die aktuelle Europacup-Saison ist auch noch nicht vorbei. Ne? Natürlich sieht es für uns jetzt gerade nicht gut aus, aber du weißt ja nicht, wie der Turnaround passieren könnte gegen Basel. Es ist alles möglich. Stellt die Eintracht, das ist ja eine ganz, ganz weirde Situation. Darüber müssen wir uns irgendwann ja auch nochmal unterhalten. Stell dir mal vor, die Eintracht hat jetzt relaxed die Saison gehalten und die hat nichts Besseres zu tun, als vielleicht doch nochmal im Europacup weiterzukommen. Stimmt, die Nummer ist ja auch noch am Laufen. Gibt es da eigentlich schon irgendwelche Ausrichtung, ich hatte jetzt nur gesehen, dass man für die Champions League eben überlegt, diesen in so einem Turniermodus tatsächlich das Ding jetzt zu Ende zu bringen. Da stand jetzt aber nichts von Euroleague tatsächlich dabei. Stand nur Champions League, ja. Aber ich gehe davon aus, dass... Aber wahrscheinlich orientieren sie sich daran, ne? Ja. Man muss halt irgendwie andere Möglichkeiten, ein anderes Stadion finden. Du musst ein Umfeld finden. Normalerweise könntest du sagen... Weiß nicht, London wäre natürlich eine Option, weil du ja auch mehrere Stadien hast Stadien und so weiter, auch. Wobei du natürlich jetzt auch gucken musst, wenn jetzt die Premier League auch demnächst wieder anfängt, dann hast du natürlich auch da, die haben ja auch alle Bestrebungen, da möglichst schnell noch irgendwie ihren Wettbewerb, solange es irgendwie geht, da zu Ende zu bringen. Die haben ja auch laufende Verträge bei Spielern, die dann irgendwann zu Ende sind. Also ich glaube, da könnte es auch von der Logistik her so charmant das ist, aber ich glaube, die Stadien sind dann demnächst auch gut belegt mit Spielen. Auf jeden Fall. Also es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Das ist etwas, bei dem wir uns keine tiefergehenden Gedanken machen müssen, ja. Frankreich wird zudem, da ist der Ligabetrieb ja eingestellt. Ja, stimmt, ja. Die sind jetzt aber schon überlegen, wie sie es wieder machen, wenn es wieder weitergehen soll. Und da gibt es schon die Ersten, die sagen, oh, machen wir wieder mit Fans. Also so ganz so einfach ist es alles noch nicht. Schauen wir mal. Ja, das stimmt schon.
Aber schauen wir mal. Jetzt am Wochenende erstmal Mainz ab Mainzern und dann ist hier das Thema durch. Hashtag genau. Abmainzern. Hashtag Abmainzern und dann mal gucken, nächste Woche dann Abratzon oder irgendwas. Wir lassen uns da noch was einfallen. Abratzon. Abratzon. Abkahnen. 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 Oh je. Ja, also wer Vorschläge hat für einen guten Hashtag gegen die Bayern, der möge ihn uns bitte zukommen lassen. Ja, dann ist natürlich nicht nur Positives passiert, es gab auch wieder so den ein oder anderen Menschen, der sich hier wunderbar in dieser Dummschwätzerliga nach vorne gearbeitet hat. Marvin hatte schon angedeutet, er hätte da den ein oder anderen Hammer. Jetzt nur lass mir eine erstmal Person habe ich. Den Jingle hier ablaufen und dann haben wir, glaube ich, zwei kleine und dann bin ich mal gespannt, was Marvin hier groß ankündigt. Rummenigge, Rummenigge. I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Nach wie vor immer noch ein absolut geiler Jingle. Wir haben hier noch so ein bisschen Altlasten auf dem Zettel stehen. Der Jan hatte uns nämlich eine Nominierung für den Dummschwätzer der Woche geschickt. Die ist jetzt schon 2 Wochen her und er war auch so freundlich, uns dafür einen Audiobeitrag zu schicken. Ich lasse ihn jetzt hier einfach mal laufen und dann kann der Jan mal seinen Dummschwätzer selbst vortragen. Grüße, Grüße. Hallo Team vom Eintracht-Podcast. Grüße aus Mönchengladbach nach Frankfurt. Ihr seid spitze, macht bitte weiter so. Ich höre euch total gerne. Ich möchte euch heute nur sagen, dass die Pappkameraden in Mönchengladbach echt eine Riesenaktion sind. Wir haben mittlerweile 12.000 Figuren im Stadion stehen und dabei sind 15 Euro Selbstkostenbetrag und 5 Euro werden dabei für einen guten Zweck zurückgelegt. 2,50 Euro fürs Fanprojekt und deren Organisation und 2,50 Euro in die Borussia-Stiftung, die mittlerweile schon viel Geld für soziale Zwecke hier in Mönchengladbach verbreitet hat. Das ist eine saubere Aktion, es gibt Bilder im Internet zu sehen, schaut doch mal vorbei und ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich euch deshalb, weil ihr euch so plump geäußert habt, als Dummschwätzer der Woche nachnominieren möchte von vor 4 Wochen. Alles Gute, macht's gut, haut rein, ciao. Super. Die Nominierung nehme ich an. Finde ich super. Ja, nicht? Ist ja, zu Recht. Finde es auch cool, das hat er da schön geschrieben. Grüße nach Gladbach. Das ist natürlich auch so eine Kiste. Finde ich tatsächlich ganz gut, wenn er das so beschreibt. Und ich habe jetzt auch in der Folgezeit, also kurz davor, beziehungsweise nachdem wir das gesagt haben, mich auch nochmal ein bisschen schlau gemacht. Ich bin immer noch nicht der größte Fan, tut mir leid. Aber ich akzeptiere das und ich finde, wenn das Ganze dann überhaupt noch einem Zweck irgendwie zugute kommt. Und ich muss tatsächlich sagen, rein optisch, wenn ich mir diese Spiele der Gladbacher anschaue, erkenne ich natürlich schon, dass es dem Ganzen ein wenig näher kommt. Ja? Es ist ein wenig so, als würden dann, wenn du nur flüchtig hinguckst, könnte ja schon der ein oder andere per Mensch dort sitzen. Das ist gar nicht so blöd gemacht. Und wenn es den Fans gefällt, ich nehme die Nominierung an. Nicht nur, wenn es den Fans gefällt, ich finde halt auch extrem gut, wie du schon sagst, dass halt dabei das Ganze auch noch zu einem guten Zweck zugute kommt. Es ist eine Fanaktion, es ist jetzt keine Aktion des Vereins. Ich glaube, das hatten wir auch damals so ein bisschen falsch einsortiert, irrtümlicherweise. Genau. Und das macht halt schon dann einfach am Ende was aus. Und wir sind ja kritikfähig, also von daher alles gut. Ich finde es super. Sehr gut. Vielen Dank, Jan, fürs Aufklären. Eine Sache habe ich aber auch dazu noch. Ich glaube, unsere Kritik war nicht mal, stell da Pappkameraden hin und so weiter. Kann ja jeder machen, was er will. Und wenn es dann noch sowas ist, das ist ja eine tolle Sache. Nur innovativ ist es trotzdem nicht. Also, wir haben uns doch damals eigentlich in der Folge auch, in der wir drüber gesprochen haben, haben wir doch eigentlich gehofft, dass ein bisschen was Innovatives passiert, dass einfach die Zeit genutzt wird. Ich glaube, da sind wir alle, glaube ich, ein bisschen enttäuscht worden. Wie gesagt, es ist eine schöne Sache und vielen Dank auch, Jan, und die Nominierung ist natürlich dann auch berechtigt. Auf der anderen Seite ist das was, ich hätte mir generell einfach, und da muss nicht in Gladbach sein, sondern auch von anderen Mannschaften und so weiter, und wir müssen uns da auch eventuell an die eigene Nase fassen, ein bisschen was Innovativeres hätte ich mir gewünscht, aber gut, so ist es halt. Wenn wir gerade bei innovativ und enttäuscht sind, das fällt mir an der Stelle noch ein. Und dann möchte ich, es ist keine Dummschwätzer-Nominierung wert, weil so viel
So viel Aufmerksamkeit will ich dem Ganzen nicht geben. Aber was mir wieder sehr aufgefallen ist bei dieser Übertragung dieses Wolfsburg-Spiels, dieses dämliche Wolfsgeheule, was die da irgendwie in dem Stadion einspielen, das hat mich so fürchterlich aggressiv gemacht. Also wer sich, der Marketingmensch, der sich den Scheiß damals ausgedacht hat, mir spiele hier 48 Minuten lang Wolfsgeheule vom Band ein, dem würde ich das Ding am liebsten links und rechts um die Ohren hauen. Meine Fresse hat mich das aufgeregt. Ja, ohne Fans ist das halt auch nochmal schlimmer. Ja, du hörst es halt die ganze Zeit und dann immer der Kommentator und im Hintergrund immer so, du denkst so, boah, jetzt bring ihn endlich um. Ich muss aber ganz kurz sagen, du hattest ja gemeint, alle irgendwie enttäuscht gewesen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, im Laufe der Zeit hat Sky und haben die anderen schon ein bisschen probiert, das irgendwie auf ein Fundament zu stellen. Also wir hatten ja in der letzten Woche mal kurz darüber geredet, dass der Basti in dieser Couchkurve war. Die war ja, ja, zumindest, klar, wenn man die war gut, dem Ganzen zugeneigt ist, doch einigermaßen unterhaltsam. Ich merke, also ich will, weißt du, ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber Sky Find, aber dass man Bemühungen dann auch positiv irgendwie konnotieren sollte. Stimmt. Und finde tatsächlich, das haben die schon in Ordnung gemacht. Ja, und wir suchen schon ein bisschen was. Für die Bundesliga funktioniert es besser. Ich glaube, in der zweiten Liga, die sind ja nicht ganz so d'accord. Und interessanterweise ist es ja auch so, wenn wir uns die Gesamtzuschauerzahlen angucken, auch gerade der Sportschau war das, glaube ich, da sind die Quoten nicht so gut, ne? Nee, Sportschau war, glaube ich, nicht so gut. Das muss man natürlich auch dazu sagen, dass gerade jetzt auch die ersten beiden Spieltage bei Sky, die da ja, glaube ich, auch hauptsächlich mit in diese Bewertung mit reinlaufen, ja, diese Thematik hatten, dass die ja frei gezeigt worden sind. Ja, da ist natürlich auch irgendwie ganz viel, da waren jetzt natürlich auch die Kneipen noch zu. Jetzt ist ja auch wieder ganz viel an Restaurant-Kneipen-Möglichkeiten, die jetzt auch wieder öffnen, dann geht auch wieder mehr dahin. Die Leute gucken nicht irgendwie individuell zu Hause. Also ich glaube, das geht auch nochmal ein Stück weit wieder runter. Ja. Ja. Es ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, aber wir waren ja eh gerade bei einer ganz anderen Kategorie und sind jetzt wieder vom Thema abgekommen. Ja, genau, wir waren beim Dummschwätzer, da hatte der Dennis auch noch so eine Altlast eingetragen. Ich weiß nicht, wie aktuell die noch ist, ob du die noch vortragen möchtest, Dennis? Oder ob wir die rausnehmen? Also eigentlich können wir so fast skippen. Ganz kurz nochmal, was ich damals nominiert hatte, war im Endeffekt die erste Amazon Prime Übertragung von Montagsspiel war es, meine ich, gewesen. Zugeschaltet Halbzeitshow Jens Nowotny per, ich weiß nicht, wer sich da um das Internet und die Verbindung gekümmert hatte, aber es war einfach nur zum Fremdschämen. Man kann sich wirklich vorkommen, als hätte Oma, Opa gesagt, komm, wir probieren heute mal übers Handy ein bisschen uns zu unterhalten. Erwarte ich natürlich, und es hat sich ja wohl alles, ich habe tatsächlich die anderen Übertragungen, es gab ja wohl noch welche von Amazon Prime nicht verfolgt. Dementsprechend, es wurde wohl alles besser, es ist wohl nachgearbeitet, der Stream läuft wohl perfekt und was weiß ich was. Also dementsprechend, die Nominierung bleibt schon, weil das war richtig kacke und sowas kannst du eigentlich nicht im Live-Betrieb sozusagen dann schalten. Da hättest du mal vorher ein bisschen testen müssen und gucken müssen, ob sowas funktioniert. Wirkte, als wäre es einfach planlos raus. Aber wir haben ja gerade auch gesagt, sie sind lernfähig offensichtlich gewesen, scheint jetzt alles gut zu funktionieren. Also ja, dementsprechend bleibt für das Montagsspiel damals fürs Erste, aber wir sind natürlich zufrieden, wenn da jetzt alles super läuft. Und eigentlich kann dem Markt es nur gut tun, wenn mehr Leute auf den Markt drängen, mehr Anbieter in Anführungszeichen. Muss natürlich hier aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt für die nächste Saison dann geplant ist. Im Moment ist es ja, glaube ich, kostenfrei im Prime-Abo mit drin. Klärt mich gerne auf, wenn ihr das wisst. Das ist ja, parallel läuft das ja zu Datsen, meine ich. Ich glaube, das läuft parallel zu Datsen, weil das irgendwie ja dieser Untervertrag ist. Ich meine aber tatsächlich, genau, das wäre nur noch diese Saison. Aber ich gucke da gerade. Der Untervertrag war von Eurosport. Datsun nutzt einen Untervertrag von Eurosport. Der ist aber irgendwie abgelaufen und dementsprechend musste der neu vergeben werden. Da hat er zum Prime eben irgendwie zugeschlagen noch mit blablabla. Also alles rechtlich ein bisschen kompliziert. An sich, habt ihr schon mal was über Amazon Prime jetzt geguckt? Also kein Live-Sport von der Bundesliga. Nee, weil bislang. Marvin? Nee, auch noch nicht. Doch, warte mal. Ich habe Amazon. Doch, habe ich. Ich habe Amazon. Aber Eurosport über Amazon mal geguckt, weißt du? Aber aha, das war noch von einem, das ist noch schon eine Weile her. Also aber jetzt schon lange nicht mehr. Also Amazon auch noch nicht, nee. Okay. Also wie gesagt,
vom Stream her soll es wohl gut sein und so weiter. Schauen wir mal. Habe ich auch gehört. Ja, ja, gut, ja, gut. Also mal ganz ehrlich, also von denen erwarte ich auch, dass das gut ist. Jetzt hier Amazon mit ihrer weltweit verfügbaren Serverinfrastruktur. Wenn die keinen vernünftigen Stream irgendwie auf die Beine gestellt bekommen, also dann ist, glaube ich, auch alles hier vorbei. Aber René, dann ist doch die Nominierung umso begründeter, dass dann so eine Halbzeitshow gemacht wird, wo Jens, es war nicht zu verstehen, da waren Zeitverzögerungen von 2 Minuten, die Frau hat irgendwas erzählt und Jens Nowotny hat auf die vorletzte Frage geantwortet, also das darf natürlich nicht passieren, deshalb, also, aber schön, wenn es dann im Endeffekt, also von der Übertragung her und so weiter, worum es uns ja allen geht, ob man sich dann die Halbzeitshow überhaupt da reinziehen will oder nicht, scheint das tatsächlich eine Alternative mittlerweile zu sein. Ja, aber es ist ja, wie du schon sagst, es ist ja ganz gut, wenn da ein bisschen Konkurrenz jetzt einfach auch auf den Markt kommt, um da vielleicht auch Sky mit ein bisschen auch finanziellem Hintergrund und auch so ein bisschen Ideen mal so ein bisschen, ich sag gerade sehr viel bisschen, die Stirn zu bieten. Also Konkurrenz kann ja an der Stelle einfach nur helfen, auch wenn. Und das ist ja dann wieder die Kehrseite davon, es für den Fußballfan komplizierter wird, weil man ja nicht bei einem Anbieter irgendwie abonnieren muss, sondern halt einfach dann bei 2, 3, 4, 5, je nachdem, wie kleingliedrig das noch wird. Aber schauen wir mal, da sind ja auch die Lizenzvergaben, haben sie ja auch verschoben, die kommen ja auch demnächst erst noch, wie sich das Ganze dann darstellt. Mhm. Ja, genau. Ja. Das ist genau der Punkt, das hast du schön gesagt. Im Endeffekt gucken wir da, wie es läuft. Ich finde es im Endeffekt alles ein bisschen schwierig, weil für mich diese Zersplittung ja weitere Probleme aufwirft, weil du immer da gucken musst und da gucken musst. Aber das ist natürlich unsere Medienlandschaft insofern kein Problem. Ich wollte aber zu dem Dummschwätzer der Woche mal kommen. Ja, und da ist es tatsächlich so, die haben ja so ein bisschen selbst den Wind aus den Segeln genommen, weil eigentlich wollte ich den DFB dafür zur Rechenschaft ziehen, dass vollkommen zu Recht immer noch, dass sie so merkwürdig im Umgang mit den Spielern waren, die sich auf die Seite der Protestler gestellt haben in den USA. Und da habe ich mir gedacht, also das, so geht's ja nicht, als dann gesagt wurde, wir werden schauen, ob das irgendwie Probleme mit sich bringt, beziehungsweise sie haben überlegt, ob sie so sperren sollten. Und da habe ich mir gedacht, Leute, so geht's aber halt nicht, ne? Also da war für mich ganz klar, dass der DFB hier, wenn sie den Kontrollausschuss bemühen wollen für die Statements nach dem Tod von George Floyd, also da habe ich mir gedacht, so geht's ja nicht. Zum Glück hat der DFB eingelenkt, deswegen ist es für mich nur so ein halbes Dummschwätzer der Woche. Ja, aber interessanterweise bietet sich dann doch bietet sich ja was anderes an, und zwar die Basketball-Bundesliga, ja. Selten erwähnt hier, ja, aber die hat jetzt schon hier gemeint, eine politische Botschaft, und das wollen wir nicht haben, ja. Und da habe ich mir schon gesagt, das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, ja, gerade weil die Unterschiedlichkeit der Spieler ja da noch größer ist, da kommen ja auch sehr viele aus den USA, ja, genau, Basketball, Ding, ja. Da ist ja die Verwurzelung dahingehend noch viel größer, und denen dann irgendwie zu untersagen, bei diesem Turnier dann irgendwie darauf zu verzichten, finde ich mega uncool. Grundsätzlich muss man schon irgendwo festhalten, es geht hier ja nicht um Meinungsäußerung, Wahlhilfen oder so, das sind grundsätzliche Rechte, über die wir hier sprechen. Ja? Also das ist also ja generell ein Protest, so ein Thema, was ja mich in dieser Diskussion, diese Einstufung als politische Statements, also ganz ehrlich, es ist eine Unterstützung von Menschlichkeit, da brauchen wir jetzt nicht, wie du sagst, über politische Statements, da sagt jetzt keiner irgendwie, wählt SPD, ARD oder sonst irgendeinen Kram, sondern das ist halt einfach nur, ich bin dagegen, ja, Menschen wie Dreck zu behandeln. Das kann man sagen. Ja. Das ist halt genau das. Es geht hier nicht um wählt Trump oder wählt nicht Trump, sondern es geht um ganz Grundsätzliches. Es geht um ein Menschenrecht. Ein Menschenrecht ist Gleichbehandlung und Respekt auch für jeden, egal welche Hautfarbe, egal ob er braune oder blaue Haare hat. Das muss einfach gleich sein. Und das ist ein Zeichen der Mitmenschlichkeit. Und sowas kann im Endeffekt nicht untersagt werden. Und da habe ich mich doch sehr irritiert gefühlt. Ich bin froh, dass der DFB auch, wenn es Half-Assed war, weil das alles war, ziemlich alter, weiße Männer sind, die da sitzen und irgendwie in ihrem trögen Weinkonsum, glaube ich, auch nicht mehr richtig die Welt sehen. Bin ich zumindest froh, dass sie eingeschränkt sind. Bei der Basketball-Bundesliga hoffe ich mir noch deutlichere Statements, dass es möglich sein wird. Das ist mein Dummschwätzer der Woche. Es ist keine ganz klare Kategorie, aber ich glaube, man kann nachvollziehen, was ich damit meine. Ja,
Also dann nominiere ich den DFB zur anderen Hälfte, dann hat er doch eine volle Nominierung, auch wenn sie jetzt zurückgerudert sind. Das haben die meiner Meinung nach, also ich war jetzt bei keinem der Gespräche dabei und ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber so wie ich die ganze Situation einschätze, sind die jetzt zurückgerudert aufgrund dessen, dass es A, in der Öffentlichkeit ganz viel Gegenwehr gab und die FIFA sich auch in einer anderen Richtung positioniert hat. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann hätten die wirklich diesen Kontrollausschuss bemüht und hätten die Leute da, die Spieler da versucht irgendwie zu sperren oder mit Strafen zu versehen. Ja. Und hätten dabei vollkommen ignoriert, dass sie in den Wochen davor selbst irgendwelche Kampagnen gegen oder für Gleichbehandlung gemacht haben und auch total vergessen haben, dass sie, als es DFB ist, total toll fanden, dass zwei Mannschaften, um ein politisches Statement zu machen, sich 40 Minuten lang den Ball hin und her spielen, um Privatleuten auf dem Rasen zu beklatschen. Also sowas, eine dämliche Aktion, ey, da kriege ich immer noch Puls ohne Ende. Ja, es ist genau das, was du sagst. Ne? Wenn wir uns überlegen, wie es war mit der ganzen Klopp-Hopp-Causa, ja, wie absurd, welch absurdes Schauspiel das hier war und da wurde das dann irgendwie ganz anders aufgenommen. Und wie gesagt, überall wird schön, wenn es werbemäßig passt, proklamiert, wir sind gegen Rassismus und wir sind stellen uns da als diejenigen, die großartig dagegen kämpfen. Und dann ist es so eine Äußerung, die dann getätigt wird, ohne unkonzertiert, sondern von einzelnen Spielern, die das innerste Bedürfnis haben, sich gegen Rassismus auszusprechen, und dann gibt es so eine Sache. Das ist unklug, ja. Es geht hier nicht um Wahlempfehlungen. Es geht hier nicht darum zu sagen, kauf lieber das Schnitzel von dem, geh nicht mehr in Trump-Restaurants oder sowas. Darum geht es Leute nicht. Es geht um ganz Grundsätzliches. Da muss der DFB auch mal im Kopf greifen. Wir wissen ja, und das ist ja strukturell, ist es ja ein ganz großes Problem. Der DFB, das ist ja nicht der erste Fehler des DFB. Überlege dir, wie ungut die Situation, wie auch immer man zu Özil stehen will, wie ungut diese ganze Situation ausgegangen ist, wie halbärschig die das gemacht haben. Das ist halt einfach man merkt einfach, dass der DFB auch strukturell nicht diese Awareness hat und diese Sensibilität. Alles nicht souverän. Ist nicht souverän und es ist erbärmlich, aber jetzt habe ich dann tatsächlich doch noch einen Dummschwätzer der Woche, ja, und es ist tatsächlich eine Zeitung. Es geht nicht anders. Nein, es ist nicht die eine Zeitung vom Springer Verlag mit den vier großen Buchstaben, es ist die andere tatsächlich. Die andere mit den vier Buchstaben. Die Welt. Es geht leider nicht anders. Ja. Es ist ja die Zeit, auch ein wenig hier im Dummschwätzer der Woche ein bisschen aufzuzeigen, was alles irgendwie ein bisschen merkwürdig läuft. Und bei der Welt war es zuletzt so. Ich akzeptiere da viel. Es gibt extrem viele gute Journalisten, Journalistinnen, auch beim Axel Springer Verlag, muss ich sagen. Und man darf nie alle über einen Kamm scheren, weil die arbeiten hart und verdienen ihr Geld. Und auch wenn die Führungskräfte da oftmals ihr lichtern, ist es tatsächlich so, dass da viele gute Leute dabei sind. Was mich aber, selbst wenn ich Weltmitarbeiter extrem schockieren würde, ist die offene Art und Weise, damit umzugehen, dass jetzt auch Rechtsextreme in der Welt schreiben. Und hier geht es natürlich um Steve Bannon, der ein oder andere mag ihn kennen, wo man ihm einfach mal eine Kolumne gegeben hat, beziehungsweise die hoffentlich nur jetzt einmal stattfindet. Das war für mich doch sehr, sehr irritierend. Und man muss halt auch aufpassen, dass solche Dämme nicht einfach einbrechen. Es wird eigentlich medial viel zu wenig hochgekocht. Ich finde, das ist tatsächlich ein Dammbruch. Du kannst solchen Leuten eigentlich nicht ohne weiteres einfach irgendwie ein Sprachrohr geben. Das ist, wir reden ja nicht über Leute, die sehr konservativ sind und einfach irgendeine Meinung haben oder lange Publizisten sind, das ist alles völlig in Ordnung. Die haben teilweise ihre eigenen Blasen, die haben aber auch ihre eigenen Plattformen oder sind auch in der Welt und wie gesagt auch in der Bild vertreten. Aber das sind halt einfach Demagogen, die mit Fake News arbeiten. Ne? Nur ganz kurz zum Hinweis, Steve Bannon ist derjenige, der Breitbart entwickelt hat in den USA, relativ groß, das damals führende Fake News Portal, was Nachrichten in falschen Kontext gestellt hat, nur um politisch daraus Bonus zu ziehen. Also es ist richtig, richtig problematisch. Mittlerweile Strippenzieher der modernen Rechten in Europa teilweise auch. Also es ist echt nicht unproblematisch. Und sowas dann unkommentiert zu lassen, finde ich schwierig. Du kannst das in einem Gespräch tatsächlich aufgreifen. Du kannst ihn interviewen, kein Problem, weil du dann einen Gegenpart hast und Dinge kontextualisiert darstellst. Wenn du das nicht machst,
schwierig. Deswegen für mich die Welt erneut nach dem Döpfner-Eklat, der Chef des Ganzen, wo er einen irrlichten Beitrag im vergangenen Jahr geschrieben hat, nach den ganzen schrecklichen Sachen, die auch beispielsweise in Halle passiert sind. Erneut ein tiefer Fall der Zeitung mit den vier Buchstaben, die nicht die Bild sind. So, jetzt bin ich aber fertig. Sehr gut. Okay. Bannon war doch auch irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie Berater bei Trump, ne? Tja. Ja. Genau, er war lange Zeit Berater bei Trump, ist dann aus diversen Gründen ausgeschieden, auch um das Engagement, das weiter dahingehend befeuert wird, wieder in weniger prominentes Licht zu schieben, hat sich aber nach Europa auch verzogen, um dort an, wie ich will mal sagen, modernen amerikanischen Conventions der neuen Rechten teilzunehmen, knüpft da das Netzwerk auch mit Orban beispielsweise aus Ungarn, ist dementsprechend gut vernetzt. Ja, und es ist lustig ist, dass wenn wir, ich will nicht zu politisch werden, aber wenn wir natürlich sehr viele uns diese extrem rechten Netzwerke angucken, die ja eigentlich eher dafür da sind oder selbst dafür da sind, eher ein nationalistisches Weltbild zu prägen und dann gleichzeitig aber sich auf internationaler Ebene vernetzen, stelle ich mir auch die Frage, was ist eigentlich das Ziel davon jetzt? Aber gut, man versucht dann tatsächlich dann doch irgendwie Profit davon zu schlagen. Ist wie es ist, mir geht um die Welt und da passieren merkwürdige Dinge. Ist eine sehr gute Nominierung meiner Meinung nach. Ich habe sie notiert. Und das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt wieder die Qual der Wahl. Ihr könnt abstimmen auf unserer Seite eintracht-podcast.de. Dort dann bei der Folge 397 findet ihr eine Abstimmungsmöglichkeit und dann könnt ihr da mal klicken, wer für euch von diesen fünf Kandidaten der größere Dummschwätzer der Woche ist und dann werden wir nächste Woche mal auf die Ergebnisse schauen, meine Damen und Herren. So, dann machen wir jetzt nochmal einen weiteren kleinen Blick in die Vergangenheit zurück und zwar müssen wir mal noch schauen, was denn in der Saison von vor 20 Jahren, also in der Saison 99-2000 passiert ist. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga! Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! Ja, und wir sind in der Saison 99-2000 mittlerweile beim 32. Spieltag angekommen und wir sehen gewisse Parallelen zur aktuellen Spielzeit. Auch damals war die Eintracht bemüht, sich aus eigener Kraft aus einem Abstiegsbereich hinaus zu kämpfen, eben ergänzt um die Schwierigkeit, wir hatten es vor ein paar Folgen erwähnt, dass es am Ende der Saison diesen Punktabzug von 2 Punkten geben wird, weil man eben ja gegen Lizenzauflagen verstoßen hat, so zumindest die Entscheidung des DFB Lizenzausschusses. Von daher nochmal schwieriger und wir haben am letzten Mal über den 31. Spieltag gesprochen, an dem die Eintracht 3-0 gegen den HSV gewonnen hat und damit wichtige Punkte auf Ulm auf dem 16. Platz und auch auf Dortmund auf dem 15. Platz, ja so war das damals, meine Damen und Herren, so verrückt. Gut gemacht hat. Und heute wollen wir gucken auf den 32. Spieltag. Und wir sprechen dort über eine Mannschaft als Gegner der Frankfurter Eintracht, über die wir heute schon mal gesprochen haben, nämlich auch damals schon in der Bundesliga und auch damals eine Mannschaft, gegen die wir am Ende der Saison noch ran mussten, der VfL Wolfsburg. Die zu dem Zeitpunkt vor dem Spieltag auf dem 6. Tabellenplatz stehen, punktgleich mit Kaiserslautern und 2 Punkte hinter 1860 und gute Ambitionen haben, sich noch so ein Stückchen nach vorne reinzuschieben und vielleicht sogar noch an dieser Tür zur Champions League zu kratzen. Und dann gab eben es diesen 32. Spieltag, Freitagabend, das Heimspiel für die Frankfurter Eintracht. Und das Endergebnis, es war kein 1-0, es war kein 2-0, es war kein 3-0, sondern es war ein 4-0 für die Frankfurter Eintracht. Wahnsinn. Magath hat ungewöhnlich offensiv eingestellt und hat gespielt mit sogar 3 Spitzen, Salou, Young und Gebhardt. Und die haben mal richtig Gas gegeben. In der 8. Minute Salou nach Vorlage von Gebhardt, in der 16. Minute Gebhardt nach Vorlage von Held.
3-0 in der 76. erst Young mit einem Linksschutz, den hat er sich irgendwie selbst erkämpft, und dann das 4-0 in der 79. wieder Young nach Vorlage von Fjørtoft. Und damit waren diese Champions League-Hoffnungen der Wolfsburger so ein bisschen dahin. Die sind nämlich dann aus dem Ding da oben wieder rausgerutscht, weil ihrerseits Lautern 6-2 gegen Ulm gewonnen hat. Einfach unwahrscheinlich viele Tore an diesem Spieltag gefallen. Und die Eintracht hat sich weiter von diesen Abstiegsrängen unten rausgekämpft und hatte dann danach 6 Punkte eben auf Ulm, die gegen Lautern ja verloren haben. Und dann ist man da ein ganzes Stück weiter unten raus. Also auch damals ja, extrem spannende Nummer. Alles nicht. Ist wichtig, alles so super wichtig. Ja. Wahnsinn. Das ist schon. Also da hat die Eintracht auch gut funktioniert. Ihr habt es ja schon angesprochen letzte Woche, dann HSV 3-0. Das musst du ja auch erstmal gewinnen, die ja auch wirklich oben in der Tabelle standen. Und dann Wolfsburg, also offensichtlich gute Arbeit geleistet, und dass Chen Yang doppelt getroffen hat. Doppelt so oft war, ja, glaube ich. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich unterschätze den die ganze Zeit. Der kam ja, bei mir sein. Damals in der Bewertung nicht so gut weg, aber ich merke, der hat regelmäßig eine Zeit lang getroffen. Das darf man nicht vernachlässigen. Ne? Ja, ja. Also das, so ist es, ja. Das ist nicht so verkehrt tatsächlich. Und ich muss auch sagen, was mir auch gut gefällt, ist die Tatsache, dass die Mannschaft der Wolfsburger ja so schlecht auch gar nicht war. Ne? Wenn wir uns die angucken, da waren echt einige gute Kicker dabei. Charles Akonor, den fand ich damals richtig gut. Der war, ja, ja. Feiner Kicker gewesen. Wir haben leider, der auch relativ früh dann gestorben ist, Christoph Novak, der ein oder andere mag ihn noch kennen, das war ein richtig guter Spieler, ist dann, ich weiß gar nicht, an was er gestorben ist, hat eine schwierige Krankheit gehabt. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ihr kennt ihn noch, ne? Es gibt ja mittlerweile auch die Christoph Novak Stiftung, die sich auch einsetzt für eben kranke Menschen. Der hat ja erst, war im Rollstuhl, ich glaube, es ging um ALS, ich denke, er hatte ALS gehabt, also eine ganz, ganz ärgerliche, traurige Geschichte für so einen echt coolen Spieler gewesen. Auch ein Sympathikus, muss ich sagen. Ja, und also da waren echt richtig viele Spieler dabei, die mir gut gefallen haben, und umso besser, dass die Eintracht diesen wichtigen Sieg tatsächlich errungen hat. Geil auch. Und dann auch so deutlich, also 4-0. Auch dabei. Geil. Wow. So coole Spieler. Jonathan Agbogbori war auch dabei. Kennt ihr noch? Auch so ein langer Lulatsch, habe ich Gefühl, er war gar nicht so lange, aber der sah so schlaksig aus. Richtig cooler Fußballer. Ja. Nigerianischer Staatsbürger auch, hat mich auch so ein bisschen so vom Look ein bisschen erinnert, als also von seiner Schlaksigkeit so ein bisschen auch so ein Ballgefühl, so ein Okocha, war ein guter Spieler. Ja, ach Gott, ich würde mir wünschen, wir hätten mal wieder so ein paar gern geile nigerianische Spieler, die haben so ein gewisses Flair gehabt. Die haben halt so eine ganz eigene Art irgendwie zu spielen, ja. Ja, ja, ja. Und also wir haben nur gute Erfahrungen gemacht. Naja, aber wie gesagt, umso besser, damals war Klaus Reitmeier noch im Tor der Wolfsburger, ist auch so eine Erscheinung gewesen, also hübsch war er nie, aber auf jeden Fall, wenn du vor dem seinem Tor warst, da hast du auch ein bisschen Angst gehabt, ne? Ja, auch so ein Plötzchen. Stämmiger Kerl, der war auch ein ganz, ja, auch so ein richtiger, ja, Klotz da hinten drin. Ja, also, du hast ja auch zweimal überlegt, ob du da irgendwie die 1:1 Situation mit dem Torwart suchst. Ja, kommt ja aus der Gegend, ne? Also ursprünglich aus dem Würzburger Raum, glaube ich, hat er dann bei Kickers, Kickers Aschaffenburg, dann Stuttgarter, genau. Kickers, dann Lautern, Karlsruhe und dann zu Wolfsburg. Und hat für Wolfsburg 100. Karlsruhe war somit so seine berühmteste Zeit eigentlich, ne? Karlsruhe war er auch lange, hat auch viele Spiele gemacht, war auch da, ist dann ja auch im UEFA Cup mit Karlsruhe zweimal bis ins Achtelfinale gekommen. Also, geiler Typ. Also fand ich super. Muss nicht zu viel loben, aber der Reitmeier hat mir damals immer gut gefallen. Ich, ganz ehrlich, das war so eine Erscheinung. Den hätte ich auch mal bei der Eintracht gesehen, weil ich glaube, da wären einige Stürmer, wenn sie da auf der Hälfte auch abgebrochen hätten, gesagt, oh, gut, okay, will ich es mir jetzt auch nicht verscherzen. Ja. Ne? Ja. Aber die Eintracht-Spieler haben da nicht, haben sich nicht scheuen lassen, und auch ein Chen Yang, dem war das alles egal, glaube ich. Ja, die waren einfach angestachelt, an dem Spieltag eben, wie Dennis sagte, nach dem 3-0-Erfolg gegen den HSV jetzt dann da nochmal irgendwie nachzulegen und sich da unten dann irgendwie rauszukämpfen. Und wie gesagt, wenn er dann am Spieltag drauf oder am Tag drauf siehst, dass dann Ulm, von denen du dich ja dann deutlich absetzen willst, dann 6-2 von Lautern da abgefiedelt werden,
dann ist es natürlich ein rundum erfolgreiches Wochenende. Auf jeden Fall. Ja, sehr geil. Wie stehen wir jetzt da? Jetzt haben wir nach dem Spieltag stehen hier auf dem 12. Platz mit 38 Punkten, dicht gefolgt von Freiburg mit 37 Punkten auf dem 13. Platz, 14 Dortmund mit 36, Platz 15 Rostock mit 35 und dann Ulm auf der 16 mit 32, Bielefeld auf der 17 mit 29 und Duisburg quasi schon abgestiegen oder was heißt quasi total abgestiegen auf dem 18. mit 21 Punkten. Okay, dankeschön. Das heißt, Dortmund hat gewonnen, wenn die... Dortmund hat 2-1 gegen den VfB gewonnen, korrekt. Mhm. Genau, und wenn wir an die obere Tabellenhälfte gucken, auch ein sehr ungewöhnliches Bild. Auf Platz 1 nicht Bayern München, sondern Bayer Leverkusen. 3 Punkte vor den Bayern, die auf Platz 2 stehen. Ja, und auch keine Chance mehr für den HSV und für die Hertha da einzugreifen. Die sind nämlich beide... über 10 Punkte weg und es sind ja nur noch 2 Spieltage, von daher kommen die da auch nicht mehr rein, aber das wird noch spannend zwischen Bayern und Leverkusen da vorne. Sowieso, wie krass das hier oben, das, wie du sagst, 15 Punkte Unterschied zwischen dem dritten und dem ersten und auch auf die Bayern 12 Punkte, Wahnsinn, 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 bei noch 2 Ausspielen, also schon deutlich, naja. Schon sehr deutlich, genau. Ja, dann gucken wir mal kurz nach vorne, wohin es die Reise dann weitergeht. Die Eintracht muss nämlich dann auch nochmal ran und kann nochmal in das Titelrennen eingreifen. Wir müssen nämlich am 33. Spieltag ran in Leverkusen. Das könnte nochmal interessant werden, wie genau dieses Spiel ausgeht und ob wir nochmal an der Meisterschraube drehen und den Bayern zum Meister verhelfen oder nicht. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge, meine das Damen. Das weiße Ballett quasi. Ja, ja klar. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall damals auch spannend. Mit der Eintracht wird es halt nie langweilig. Egal, ob im Positiven oder im Negativen. Wir haben immer was, worüber wir reden können. Hat auch seine Vorteile. Na gut. Dann noch ganz kurz zu den Empfehlungen und dann machen wir hier auch den Sack zu, damit Marvin dann auch seinen Feierabend hier endlich mal genießen kann. Aber erstmal drücke ich jetzt hier noch auf dieses Jingle-Knöpfchen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, und auch da haben wir eine Empfehlung von einem Hörer geschickt bekommen. Wir haben sowieso viel Hörerfeedback bekommen, was ich ganz, ganz großartig finde. Und der Mirko, der hat sich die Mühe gemacht, uns eine Mail zu schicken und mit einer Empfehlung. Und zwar empfiehlt er den Steilklatsch-Podcast. Ich glaube, ist der nicht sogar irgendwie von der FR oder von der FR irgendwie mit initiiert oder irgendwie sowas in der Richtung? Steilklatsch? Ja. Ich dachte, ich hätte in der Richtung was gelesen, aber vielleicht vertue ich mich da auch. Jedenfalls sprechen da Metin und Mike über Frankfurter in Klammern Amateurfußball und haben unter anderem Patrick Ochs und Thomas Zampach mit dabei, die auch so ein paar Anekdoten beisteuern. Ich habe euch den mal verlinkt. Findet ihr im Regelfall überall da, wo es ja Podcasts gibt und ihr habt auch einen RSS-Feed, den ihr abonnieren könnt. Und ja, wenn ihr hier bei uns zu Ende gehört habt und alle anderen Podcasts, dann habt ihr jetzt noch einen weiteren, den ihr da auf eurer Liste packen könnt. Hört auch einfach mal rein, wenn es euch gefällt. Gebt den Jungs da auch ein bisschen Feedback. Und ja, vielleicht ist das was für euch, wenn euch auch so ein bisschen Frankfurter Amateurfußball interessiert. Finde ich mega geil. Das ist eine richtig coole Idee. Ich gucke mir das gerade mal durch. Sieht auch schön aus. Sehr gut, kann man auch bei Spotify sich angucken. Yes. Ein schönes Design tatsächlich. Ja, und allein die Tatsache, dass man dann hier mal mit Thomas Zampach mal ein bisschen redet. Ich glaube, das dürfte bestimmt eine längere Ausgabe gewesen sein. Patrick Ochs, lang nichts mehr gehört. Uralid Mokhtari, also so auch viele Spieler der Frankfurter Szene, sage ich mal. Ja. Schön, gute Idee. Ich drücke den Jungs die Daumen. Das ist dann eine richtig coole Angelegenheit. Und da höre ich auf jeden Fall mal rein. Super. Genau. Mhm. Da hört man doch gerne mal rein, wie auch schon andere berühmte Menschen sagten. Und dann habe ich noch eine Empfehlung. Da bin ich nämlich vorhin drüber gestolpert. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass die ganzen Fußballübertragungs
Einrichtungen, ich will jetzt nicht von Sendern sprechen, aber eben da, wo man Fußball, Live-Fußball konsumieren kann, auch sich so ein bisschen was einfallen lassen. Und da bin ich vorhin drüber gestolpert, dass auch morgen bei Datsen, die ja das Freitagsspiel Freiburg gegen Gladbach übertragen, einen ganz speziellen Experten gibt. Da ist nämlich der von uns geschätzte Max vom Rasenfunk als Experte für dieses Spiel mit dabei. Sehr gut. Und darf da zusammen mit Uli Hebel kommentieren. Also egal, ob ihr jetzt Freiburg oder Gladbach mögt oder vielleicht auch keinen von den beiden, aber ich glaube, da kann man durchaus mal einschalten und mal gucken, was der Max da sagt. Und wenn er Quatsch sagt, dann schickt er ihm das bei Twitter und wenn er gute Sachen erzählt, dann lobt er ihn einfach. Schlimm genug, dass ich wahrscheinlich nur für Max einschalten würde. Ja, geht mir genauso, wobei man ja schon sagen muss, Gladbach halt auch irgendwie schon einen guten Fußball spielt. Ja. Also ganz... Ja, Gladbach auf jeden Fall. So aber ganz von denen loslassen kann ich mich ja nicht. Gut, Freiburg, wenn ich den Kollegen Streiter an der Seitenlinie sehe, da kriege ich dann immer noch so ein bisschen Wallungen. Aber was hat andere Gründe? Ich habe diese Abraham-Sache noch nicht ganz verdaut. Naja. Okay, dann hast du Dinge vorgeschlagen, das mache ich jetzt auch. Und zwar schlage ich vor, oder eine Empfehlung, ihr könnt es handhaben, wie ihr wollt, der gute Rezo ist wieder vorstellig geworden. Ja, und hat sich mit einem Video natürlich sehr drastisch formuliert. Ich glaube, die Zerstörung, weiß ich was, die Zerstörung der Medien. Ich glaube, ganz ja. ehrlich, liebe Leute, ich der Titel was. Ist YouTube-spezifisch einfach überdramatisch. Das ist einfach so. Ja, das ist total unproblematisch. Das ist, macht man bei YouTube so, man wählt eine krackende Überschrift. Und ganz ehrlich, das sollte uns alle bekannt vorkommen. Denn so Zeitungen wie die Bild-Zeitung und andere, die gehen teilweise noch rigider vor. Also insofern, er erklärt relativ schnell, dass es ihm überhaupt nicht um die Zerstörung geht. Es ist eine Stunde lang, die verging extrem schnell. Ich kann jedem verstehen, der sagt, ihm geht das alles auch zu schnell, weil die Art und Weise, wie er erzählt, ist natürlich an ein modernes Publikum oder ein junges Publikum gerichtet. Aber was er so erzählt, ist gerade zu die, würde ich sagen, die ersten 45 Minuten extrem stark, kann man sich mal anhören. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber wenn ich sehe, dass es so junge Leute gibt, die interessanterweise so geistig dabei sind und Dinge auseinandernehmen können, dann freut mich das doch sehr und ich kann es echt empfehlen. Wie gesagt, man muss nicht alle die gleiche Meinung haben. Beispielsweise kommt die FAZ ein bisschen schlecht weg. Das ist in dem Fall mit Sicherheit richtig. Trotzdem würde ich die FAZ immer noch als gutes Medium auf jeden Fall sehen. Ja, aber schaut euch das mal an, bildet euch dazu eure eigene Meinung. Aber ich fand, das hat er extrem, extrem gut gemacht. Also allein schon. Okay. 59 Minuten geht das Ding ja. Also das ist ja für eine YouTube-Videolänge ist es ja total untypisch, weil alles, was da ja über 12, 13 Minuten drüber hinweg geht, hat ja eigentlich relativ wenig Aufmerksamkeit. Und trotzdem hat das Ding irgendwie 2,3 Millionen Aufrufe. Also das zeigt ja schon, dass er damit irgendwie einen Nerv trifft. Und ich finde auch, dass er da an der Stelle, er ist sowieso, finde ich, ein sehr intelligenter YouTuber. Und auch was ich extrem gut, auch ja bei diesem vorherigen irgendwie hier Zerstörung, was war das? Sein vorheriges Zerstörungsvideo-Titel-Ding, dass er da ja auch mit den, also der recherchiert ja richtig. CDU. Der hat ja eine komplette Liste mit allen Quellenangaben. Also das ist ja nicht so, dass der sich das irgendwie aus dem Hut zieht, sondern der arbeitet den Kram ja wirklich sehr intensiv auf. Da kann sich, glaube ich, auch so manch einer, der sich hier als Journalist bezeichnet, sich mal ein Stück von abschneiden. Ja. Das ist definitiv kein dummes Geplubber, ja, das stimmt. Also von daher angucken und im Zweifelsfall, wenn euch die 59 Minuten zu lang sind, YouTube bietet ja auch die Möglichkeit, es mit anderthalbfacher Geschwindigkeit anzuschauen, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Dann aber auf jeden Fall lohnt es. Dann wird es echt mehr, aber vielleicht der ein oder andere, der ja auch Podcasts auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hört, kommt da auch ganz gut mit. Auch auf jeden Fall. Ja. Hast du noch was weiteres oder hat Dennis noch was? Umwelttipps mit Dennis. Umwelttipps mit Dennis. Da haben wir immer noch keinen Jingle für, meine Damen und Herren. Genau. Bis dahin muss es ruhen. Nee, tatsächlich muss da mal geschaut werden, dass ich mal was ordentlich vorbereite. Das ist nämlich tatsächlich nicht der Fall heute. Ansonsten reportagenmäßig hatte ich jetzt mal geschaut. Ich weiß gar nicht, ob wir das nicht sogar schon mal empfohlen hatten. Das Don't Fuck with Cats. Hunting an Internetkiller, hatten wir da nicht schon mal sogar drüber gesprochen, dachte ich. Im Endeffekt eine, Marvin, du weißt's. Ja, ich weiß. Du
Genau, und zwar geht es im Endeffekt über eine Reportage auf Netflix ist das, über, jetzt muss ich überlegen, wie der junge Mann heißt. Das, im Endeffekt wird eigentlich dargestellt, dass jemand hat Videos ins Internet gestellt, wie er Katzen quält, und eine komplette Internet-Community tut sich zusammen und versucht, diese Videos zu analysieren, um den Täter ausfindig zu machen, weil natürlich sozusagen der mit einem Fake-Namen natürlich arbeitet und so weiter, und wird nach und nach, in drei Folgen sind es, glaube ich, gewesen, wird nach und nach gezeigt, wie eben die Schlinge um den Hals immer enger wird von der Person. Jetzt muss ich doch noch mal gucken, wie er heißt. Luca Magnotta oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau. War meine ich der Name? Ja, Luca Magnotta. Ja. Im Endeffekt, also es basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten und so weiter. Also sehr, sehr interessant auch zu sehen, was für ein Elan die Leute da reingesteckt haben. Kleine Stücke, ein Beispiel ist zum Beispiel, er postet dann ein Bild mit einer Leuchte oder einem, wie nennt man das denn, einer Ampelanlage, und die Leute recherchieren dann genau, wo könnte diese Ampelanlage sein, und machen damit den aktuellen Aufenthaltsort desjenigen dann ausfindig, melden das auch der Polizei, und wird da so ein bisschen mitgenommen, wie krank manche Leute doch sind und wie cool es eigentlich ist, wenn man in einer gemeinschaftlichen Community dann für auch viel erreichen kann, auch mit kleinen Beitrag. Also ist interessant, ist auf jeden Fall kurzweilig gewesen. Hat Spaß gemacht. Also ich glaube, so jeweils eine Stunde ungefähr, und sind drei Folgen. Irgendwann letztes Jahr wurde es, glaube ich, veröffentlicht. Wie gesagt, guckt es euch mal an. 2019, ja. Okay. Gut. Danke dir. Sehr schön. Dann haben wir auch noch was. Dann haben wir was zum Hören und ganz viel zum Gucken. Und dann könnt ihr am Samstag noch die Eintracht verfolgen und in der nächsten Woche dann uns wieder lauschen. Und dann gibt es das Pokalspiel. Also Langeweile sollte bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, nicht aufkommen. Und wenn doch, dann macht ihr eindeutig irgendwas falsch. Würde ich jetzt mal so ganz steif und fest behaupten. Womit ihr definitiv nichts so falsch macht, und da möchte ich mich nochmal ganz explizit bedanken, ist, wenn ihr uns unterstützt. Ihr findet Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, unter eintracht-podcast.de/support. Ich verlinke euch das aber auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Wir sagen danke, danke, danke an alle, die uns heute schon so fleißig unterstützen. Und freuen uns noch viel mehr, wenn da noch der eine oder andere dazukommt. Also von daher, wenn ihr das bislang noch nicht in Betracht gezogen habt oder nicht wusstet, wie das geht, dann schaut doch da mal in die Infos rein. Wir versuchen euch hier jede Woche mit unserer Meinung zur Eintracht zu versorgen und freuen uns, wenn da vielleicht auch der ein oder andere mit ein bisschen Support bei uns hängen bleibt. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid, auch schon teilweise extrem lange. Das ist eine richtig, richtig coole Angelegenheit. Super, da freuen wir uns sehr. Und vergebt uns, wenn wir, heute war es beispielsweise bei mir ein bisschen schwieriger, weil ich noch Homeoffice und so weiter habe. Das lässt sich halt alles. Wir versuchen halt trotzdem immer ein Datum zu finden. Wir haben diesmal nicht am Dienstag aufgenommen, sondern jetzt am Donnerstag. Wir wollten das jede Woche durchziehen, dann müssen wir halt mit den Konsequenzen leben und teilweise Homeoffice und Podcast zusammen machen. Deswegen, vielleicht ist es dann so, dass der eine oder andere mal irgendwie ein bisschen länger überlegen muss, aber dafür sind wir jede Woche am Start und versuchen, so gut es uns möglich ist, irgendwie das ganze Geschehen der Eintracht und rund um die Eintracht irgendwie aufzurollen. So ist es. Und immerhin sind wir ja jetzt kurz vor der 400. Folge. Das zeigt ja auch, wie beharrlich wir an diesem Thema dranbleiben. Ja, und so, Dienstag Tage schon da. Wieder. Und Dienstag wieder. So ist der Plan. Dann am Dienstag wieder und dann auch mitgucken mit hoffentlich den vollen 9 Punkten im Rücken dann auf Bayern und die darauffolgenden Bundesligaspiele zu schauen. Bis dahin würde ich jetzt aber erstmal sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch eine erholsame und schöne Restwoche, ein angenehmes Wochenende mit hoffentlich viel Fußball, viel Spaß für euch, und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.